Dann muss ich den Audio einschalten. Sollte jetzt auch funktionieren. Und dann haben wir begonnen, würde ich sagen. Schönen guten Abend. Wir haben uns hier versammelt, um wieder einmal einen Filmabend zu machen. Eine Movie Night, wie es in der Kategorie angegeben ist. Mache ich wieder nicht alleine. Mein Name ist Jens Holze. Ich bin hier Eigentümer dieses fragwürdigen Twitch-Kanals, auf dem normalerweise auch gespielt wird, aber in den letzten 4 Streams nicht, sondern da haben wir reagiert auf die Matrix-Filme, die letzten 3. Und das machen wir heute noch ein 4. Mal mit dem erst im letzten Dezember erschienenen Matrix Resurrections, den man lustigerweise überall in der Welt, außer in Deutschland, schon auf Blu-ray käuflich erwerben kann. Hier wohl erst ab nächster Woche. Warum auch immer. Man kann sich den aber dann aus nicht so fragwürdigen Importhändlern schon kaufen. Lustigerweise auch mit einer deutschen Tonspur. Ich habe noch nicht verstanden, warum. Aber gut, es gibt ihn. Jetzt zeigt der Chat auch nochmal an, dass wir streamen. Ist da auch was Schönes? Genau, das machen wir heute. Wir gucken den Film, wir gucken den Film und dann kommentieren wir ihn. Und hier auf dem Twitch-Stream sieht man dann wie immer Timecode und Screenshots aus dem Film, während wir darüber reden. Und wir, das ist wie gesagt neben mir, noch der Moosbett. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ist so hell, man denkt nicht, dass schon Abend ist. Ich weiß gar nicht, ob ich mich nochmal großartig vorstellen muss. Wer jetzt die ersten 3 Male verpasst hat, was will der oder diejenige dann jetzt hier? Nein, mein Name ist Moosbett alias Tom Hartig. Ich bin ein ehemaliger Kollege von Herrn Holze alias Yoda Home. Und ebenfalls großer Matrix-Fan. Und war jetzt schon 3-mal dabei und hatte die Ehre, diese Filme, nochmal Revue passieren zu lassen und ein bisschen drüber zu quatschen und freue mich darauf, das heute ein 4. Mal zu tun. Genau, so sieht das aus. Vielleicht auch nochmal für Leute, die hier das VOD nachträglich sehen und gar nichts wissen, die sei gesagt, dass ich ein Seminar mache, wo wir uns mit den Matrix-Filmen beschäftigen. In dem Seminar besprechen wir das in der Regel vor Ort, schauen das aber dann getrennt voneinander und damit es nicht ganz so getrennt ist, also die Möglichkeit besteht zumindest, unsere Meinung zu bestimmten Szenen oder auch Interpretationen mitzusammeln und sich auszutauschen. Dafür haben wir dieses Twitch-Format mal ausprobiert, das, glaube ich, ganz gut funktioniert hat die letzten Male. Und es besteht die Möglichkeit, hier im Chat auch nachzufragen, wenn Fragen sind oder Kommentare abzugeben oder keine Ahnung, den Film zu bewerten in seiner Qualität. Und dafür ist ja Twitch eigentlich ganz gut geeignet. Wir zeigen natürlich den Film nicht im Stream, das ist auch klar. Wir können den Film natürlich nicht zeigen, aber eben, wie gesagt, hier den Timecode lassen wir mitlaufen, sodass man hier synchron mit uns beginnen kann, den Film auf der Blu-ray oder über HBO Max oder auf Sky, wenn er da streamt, ich weiß das nicht, nochmal mitzugucken. Und dann kann man hier die Aufzeichnung auch als Second Screen einfach mitlaufen lassen. Und es sollte relativ synchron sein, weil es läuft ja quasi der Film dazu. Oder die ZuschauerInnen können Matrix-Code lesen, weil der Code, der hier runterläuft, das ist natürlich der Film, nur halt kodiert. Genau, das ist zu aufwendig. Der Film in der Matrix. Richtig, und dann haben wir noch diesen lustigen kleinen, diese kleine Ecke im Stream, wo Standbilder angezeigt werden. Das wird diesmal auch wieder, das ist unter dem Tom drunter. Links vom Tom ist der Chat und unter Tom ist der Screenshot. Und der wird diesmal auch wieder periodisch abgedatet automatisch. Also ich kann den hier manuell auslösen, dann sehen wir ein Bild aus dem Moment. Oder aber er wird, ich glaube, alle 720 Bilder, keine Ahnung, also so alle paar Minuten aktualisiert aus dem laufenden Programm. Genau, dann
sehe ich, dass wir hier zwei Zuschauende sind. Das könnte aber auch sein, dass wir das sind. Ich bin mir immer nicht sicher, ob der so schlau ist, mich nicht mitzuzählen. Ich sehe sogar eine 3. Du siehst eine 3, okay. Wo siehst du denn eine 3? Interessant. Das ist Twitch nicht zuverlässig. Das ist. Nee, das stimmt. Man weiß auch immer nicht, es können auch Dutzende sein. Man sieht es nicht. Gut, stimmt, jetzt ist er auf 3 umgesprungen. Just wo du sagst, das ist doch Absicht. Gut. Haben wir irgendwas, müssen wir irgendwas erläutern? Also außer, dass wir die drei anderen Filme schon besprochen haben und dass man die Aufzeichnung davon noch auf Twitch findet. Ich glaube auch vom ersten noch, aber das müsste demnächst irgendwann weg sein. Dann ist es, glaube ich, auf YouTube noch zu finden. Müssen wir noch irgendwas Spannendes sagen? Ich weiß nicht, ob wir den Film noch irgendwie einleiten sollten oder ob wir das auch machen können, während der Film läuft. Ja, man kann ja vielleicht sagen, also dass doch die ersten drei Filme einen eher vollständigen Eindruck gemacht haben. Also es hatte nicht den Eindruck, dass am Ende des dritten Films noch unbedingt ein vierter Film kommen sollte. Und das war eigentlich auch so in der Berichterstattung und der Rezeption zu den Filmen nicht angedacht. Die waren auch noch sehr erfolgreich. Also vor allen Dingen, glaube ich, der zweite war noch mal erfolgreicher als der erste und der dritte nicht mehr ganz so erfolgreich, aber auch noch relativ erfolgreich, weil die aber auch teurer waren als der erste, waren sie finanziell wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich, aber man hat dann nicht gesagt, wann machen wir noch einen vierten, zumindest nicht sofort. Das hat ja dann im Grunde 18 Jahre gedauert und der neue ist, glaube ich, während der Covid-Pandemie auch gedreht worden und dann sollte er, glaube ich, auch schon früher rauskommen, aber er kam erst 2021, weil eben alle Kinos zu waren und man dann doch meinte, dass man den vielleicht im Kino zeigen möchte und dass dann auch Leute da sind. Das kann man empirisch überprüfen, hat nicht ganz so gut funktioniert, weil es waren nicht so viele Leute im Kino. Also zumindest vergleichsweise weniger als bei den anderen drei Filmen. Wir haben den auch im Kino gesehen, beide, aber auch zusammen. Aber ich würde jetzt sagen, also aus meiner Perspektive, um das schon mal vorwegzunehmen, dass der, ich würde sagen, schon unverdient so schlecht gelaufen ist im Kino. Das kann auch ein bisschen daran gelegen haben, dass der parallel online lief. Also zumindest sind die Einspielergebnisse, glaube ich, international besser als in den USA, wo er halt parallel auch gleich auf HBO Max gestreamt werden konnte. Ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun. Ansonsten waren die Kritiken, glaube ich, durchwachsen. Das kann man auch noch sagen. Viele fanden den nicht so gut. Ja, also ich habe ein bisschen eine Parallele damals zu Teil 2 und 3, dass viele höchstgradig verwirrt waren, was das Ganze soll. Ja, und ich würde ja sogar zustimmen, dass man dafür einen Anlass hat. Also der Film ist sehr anders und er ist auch, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise enttäuscht ja vielleicht Erwartungen, die man haben könnte, wenn man die ersten drei geguckt und gesehen hat. Aber was ich, glaube ich, bei den letzten Malen auch schon immer mal nebenbei erwähnt habe, ist, ich glaube, dass er nicht so viel anders ist und dass er so eine gewisse Selbstreferenzialität, die insbesondere in den zweiten und dritten Teilen zu sehen sind, aufgreift, die nicht neu ist. Ich glaube, das hat die Zeit so ein bisschen in Vergessenheit bringen lassen, dass die Leute glauben, dass die Filme sich so sehr ernst genommen hätten. Und ich glaube, das war nie so der Fall. Und vor allen Dingen beim zweiten und dem dritten merkt man das immer wieder. Und der vierte setzt da schon an. Also der ist quasi meiner Meinung nach in der Kontinuität. Der ist jetzt nicht komplett anders als die Hätte vorigen. ich auch gesagt. Also gerade nachdem wir jetzt die Filme nochmal gesehen haben, haben wir, glaube ich, festgestellt, ich meine, es ist immer leicht zu sagen, nachdem man den vierten gesehen hat und jetzt nochmal die alten schaut, ist es leichter schon zu sehen, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Der vierte vielleicht nochmal konsequenter, als es Teil 2 und 3 schon waren. Ne? Aber ich bin sehr gespannt, wie wir das jetzt nach dem, ich weiß nicht, ob es bei dir auch das zweite Mal schauen ist, seit dem Kinobesuch. Nee, ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen, nochmal. Also ist das Okay. dritte Mal, glaube ich. Okay, weil vielleicht so als Binsenweisheit mal in den Raum geworfen, einen Film mindestens zweimal zu schauen, also das ändert nochmal vieles, wie man einen Film betrachtet. Ne? Weil man eben nicht mehr die
die Unwissenheit hat, was kommt und so weiter, dass man sich eher darauf einlassen kann und bereits Sachen verbinden kann, die man beim ersten Mal schauen nicht gucken kann. Ja. Sehen kann. Genau, das würde ich auch sagen. Also es lohnt sich immer mal, nicht bei jedem, das hat man so viel zu tun, aber immer mal auch einen Film zweimal zu sehen, vor allen Dingen, wenn man vielleicht sich nicht ganz einig ist, was man darunter verstehen soll oder vielleicht auch gerade, wenn man sagt, der ist nicht gut, dann vielleicht mit Abstand nochmal schauen. Genau, schlechte Filme mehrfach schauen, das ist die Devise. Ja. Nein, aber wie wir schon gesagt haben, ne, wenn man einen Film hat, bei dem die Kritik darin besteht, dass man verwirrt ist, da, glaube ich, kann man schon ansetzen und sagen, ja, dann vielleicht mal ein zweites Mal schauen oder ein drittes Mal. Mhm. Ja, genau, das würde ich unterschreiben, dass das sich durchaus lohnen kann, nicht muss. Ja, gut. Mein Counter zeigt immer noch 3 an, falls jemand uns hören kann, darf man gerne auch mal Hallo sagen. Wie gesagt, der Chat wird eingeblendet, aber er bleibt nicht dauerhaft erhalten, er wird nur ein paar, ich glaube eine Minute oder so eingeblendet. Das heißt, man kann im Chat auch gerne mal eine Nachricht schreiben und wir reagieren natürlich auch gerne auf Fragen oder Hinweise oder andere Dinge und würden dann jetzt aber loslegen mit dem Film. Das heißt, ich bringe meinen Mauszeiger auf die Play-Taste und alle anderen sollten das auch tun, um hier synchron mitstarten zu können. Ich zähle von 3 runter und im besten Fall geht's dann los. Also 3, 2, 1 und los geht's. Ich weiß gar nicht, ob Matrix der erste Film war, wo man dieses Warner Brothers Logo in einer anderen Farblogik angezeigt hat. Also es hat sich ja eingefügt in dieses Matrix-Grün. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal war, wo man das mit Absicht umgestaltet hat. Weil ich glaube, mal irgendwo ein Interview gehört zu haben mit Joel Silver, der meinte, da haben sie sich doch gewehrt am Anfang, dass sie das nicht haben wollten. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen das bei allen Logos machen. Und dann haben sie es doch gemacht. Tatsächlich, die Filme, die mir jetzt einfallen würden, die das auch gemacht haben, sind alles später. Also die Harry Potter-Reihe hat das ja auch gemacht. Genau, ja. Aber wir sind halt wieder direkt in der visuellen sozusagen, ja, wie nennt man es, Kopie, Referenz. Genau. Sehr ähnlich zu den vorangegangenen Teilen und sogar fast identisch zum ersten Teil. Genau, das ist, kann man vielleicht auch schon vorweg schicken, ist hier so ein bisschen auch Methode des Films. Da werden immer mal Wiener Szenen, Charaktere, Elemente der ersten Filme, insbesondere des ersten Films, aber auch der zwei danach, referenziert. Und zwar häufig in der Art und Weise, dass es ähnlich ist, sodass man es erkennen kann, aber nicht ist es gleich. Und das ist ja durchaus, glaube ich, absichtlich gemacht. Eigentlich auch ein spannender Ansatz so für Analysen, ne? Mal so Bild-für-Bild-Vergleiche zu machen. Anfang von Teil 4 und Anfang von Teil 1. Ja. Hier muss ich sagen, war pfiffige Szene, weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass man ja diese Pfütze gesehen hat und in der Pfütze die Wände, da lief quasi so der Matrix-Code als Regen runter. Ah. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, da steckt relativ viel Detail drin. Nee, habe ich auch nicht wahrgenommen. Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich nicht eine 1-zu-1-Kopie. Wir sehen jetzt nicht nochmal Teil 1. Aber es sind halt die kleinen Variationen, die es dann spannend machen. Ja. Aber auch hier die gleichen Kamerabewegungen. Ne? Wir fahren wieder an diesem Schild von dem Hotel herunter. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Name ist. Wahrscheinlich schon. Oh ja, ich glaube schon, ja. Genau, wir haben ähnliche Konstellationen. Es gibt wieder Polizisten, es gibt wieder Agenten. Aber die sehen alle nicht ganz so aus, wie wir sie kennen. Das sind exakt dieselben Dialoge. Bis hierhin. Was man vielleicht zur Farblogik schon sagen kann, also das war ja bei den ersten 3 Filmen relativ klar getrennt, dass es eine grüne Färbung immer für Matrix-Szenen gab, eine bläuliche, teilweise so erdfarbene auch für die reale Welt, also die außerhalb der Matrix und dann noch so eine gelbe, ja,
Färbung bei bestimmten Szenen, wenn es so ein bisschen um die Maschinenseelen oder so ging. Da haben wir ja ein bisschen spekuliert, was das genau sein sollte, aber das kommt vor allen Dingen im letzten Teil vor und in einer Szene, glaube ich, auch davor schon. Und hier habe ich aber den Eindruck, dass es tatsächlich eigentlich so eine Mischung ist von grünlich und bläulich, weil es ja relativ viele blaue Anteile im Bild auch gibt. Aber hier auch getrennt, ne? Ja, Also ja. der Trinity-Raum da eher grünlich, Ja. hier die Beobachter eher bläulich. Genau. Also da ist das etwas komplexer, würde ich sagen, und ist zumindest nicht mehr so Beziehungsweise es ist halt schon eine Referenz, dass wir eindringend. hier welche haben, die von außen sich das anschauen, ne? Sie sind Elemente einer anderen Welt. Und um das voneinander zu trennen, so ein bisschen, dass sie hier Beobachterpositionen sind. Wobei das jetzt hier draußen auch schon aufgehoben ist, ne? Also Ja. jetzt ist halt schon eher neutral, beziehungsweise bläuliches Licht. Aber hier auch sie warme Töne, ne? Also es ist schon visuell unterschieden. Ja. Aber man kann natürlich schauen, ob sozusagen die Farblogik immer noch wieder aufgegriffen wird. Also zum Beispiel, dass sie hier blaue Haare hat und dass der Typ im Hintergrund da so ein bläuliches Licht in den Augen hat. Das scheint mir schon auch mit Absicht so gewählt zu sein, um da eine Referenz zu machen. Und da sind wir jetzt vier Leute dann. Einen schönen guten Abend auch noch an die vierte Person. Guten Abend. Was natürlich auch spannend ist, ist, es wurde ja viel darüber geredet, wie Meta dieser vierte Teil ist, ne? Und es wird ja auch innerhalb des Films so ein bisschen referenziert auf die Fans der Matrix und sowas. Und das sehen wir hier in diesen Szenen ja auch schon, dass es Leute gibt, die sich das angucken, was wir als Zuschauer in der ersten Matrix gesehen haben. Das Und die eigentlich. Figuren wie Trinity ihrerseits auch wieder schon zu mythischen Gestalten geworden sind. Ne? Wir haben in den ersten drei Teilen häufiger so von Mythos geredet und so Sagen, Prophezeiungen und sowas. Ne? Aber da waren wir quasi ein bisschen mittendrin dann in der Umsetzung. Und hier, sie ist ja fast wie so ein, wie heißt sie, Buck oder so. Ne? Sie ist ja gerade so Fangirl von Trinity. Und wie so Archäologen schauen sie sich an, was haben diese Figuren getan, was passiert. Ja. Hat auch nicht den Eindruck, dass sie es zum ersten Mal anschauen. Viele Schlüssel. Offensichtlich ein Schlüsselmacher. Und man hat natürlich schon ein bisschen das Gefühl, dass, okay, das wird jetzt hier quasi schon gebrochen, aber Yahya Abdul-Mateen der Zweite, also er hier, hat ja sozusagen die Position von Smith in dieser Anfangseinstellung eingenommen. Und ich sag mal so, dass er eine andere Hautfarbe hat als Hugo Weaving, das ist durchaus ein Aspekt, der, glaube ich, gewisse Triggerpunkte bedient. Gegebenenfalls schon, ja.
Ja, jetzt haben wir eigentlich so 8 Minuten Irritation gehabt für die Leute, die das erkennen. Und jetzt wird ein bisschen angedeutet, wie zu erklären ist, dass das so unterschiedlich ist. Ja, vor allen Dingen sind wir auch gerade wieder in Neos Zimmer angekommen, Teil 1, ne? Dass hier plötzlich einfach direkt in der Nähe anschließend ist. Ja. Was ja lustig ist, weil das ist wieder so schön, ne? In dieser Matrix kannst du so viel machen. Das ist ein bisschen bei, es gibt den Begriff der Traumlogik. Und in Filmen wird zwar manchmal vermittelt, dass alles natürlich logisch zusammenhängt, aber du siehst halt nicht, wie Leute von A nach B kommen. Es kommt ein Schnitt und dann bist du in einer anderen Szenerie. Und hier wird nahegelegt, dass tatsächlich diese einzelnen wichtigen Settings von Teil 1, warum auch nicht, sind die hier halt 10 Meter voneinander entfernt, damit direkt die Geschichte erzählt werden kann. Und auch das, was Sie gerade erzählt haben, ne? Mein Job ist es, sie zu finden und zu zerstören. Und doch sind wir hier. Auch direkt wieder das aufgegriffen, was wir jetzt in Teil 3, glaube ich, auch viel diskutiert hatten. Ne? Beziehungsweise hat er in Teil 2 schon angefangen, diese Schicksalhaftigkeit von Figuren. Ne? Also es ist vorherbestimmt, was man zu tun hat und so, oder hat man freien Willen? Also die ganze Logik der Matrix wird hier sehr viel schneller erklärt, als wir das aus dem ersten Film kennen. Für diejenigen, die nicht wissen, worauf sie eingelassen haben. Aber es ist auch das erste Mal in der Reihe, dass wir Flashbacks sehen, oder? Also die werden später ja, also wie schon gesagt, ne, die sind ja teilweise sehr deutlich, aber hier tatsächlich ganz klassisch. Die erzählen was und wir sehen, worüber sie erzählen. Ja. Aber wozu dann überhaupt zwei Pillen inhalten? Damit es nochmal visualisiert wird, dass du dich für etwas entschieden hast. Vielleicht auch bemerkenswert, dass hier gleich diese Türlogik, die ja eigentlich erst aus dem zweiten und dritten Teil bekannt ist, mit eingebaut wird. Das sind ja die Hintertüren, die verschiedene Orte miteinander verbinden. Und das leuchtet eigentlich gar nicht unbedingt ein, dass man das hier hat, weil es wird ja erklärt, dass das ein Modal ist, also eine Welt, in der quasi nur experimentiert wird mit bestimmten Sachen. Und wenn man das so aus Computerspielen kennt, dann weiß man ja, dass dann teilweise Räume einfach nebeneinander platziert werden, die einfach auch gar nichts miteinander zu tun haben. Es wäre also gar nicht unplausibel gewesen, wenn man durch eine Tür irgendwo rausgeht und dann ist man ganz woanders. Aber offensichtlich wollten sie das nicht, sondern sie wollten hier dann nochmal diese Logik benutzen. Und hier machen sie es aber dann. Da gehst du auf einmal dann durch eine Tür und bist ganz woanders. Ich finde es interessant, dass die Filmemacher hier ab und zu diese Verwischtechnik quasi benutzen, was eigentlich ein relativ einfacher, altmodischer Effekt ist, den wir in den ersten drei Teilen, glaube ich, nicht gesehen haben.
Und das ist dann quasi die Belichtungszeit der einzelnen Frames sehr lang eingestellt, sodass die Bilder ineinander verwischen. Macht man gerne, wenn Träume dargestellt werden übrigens. Stimmt, ja. Ich glaube, einen ähnlichen Effekt gab es immer, wenn sich die Agenten schnell bewegt haben. Aber es war ein bisschen anders. Ja. Aber da hat die Kamera sich auch nicht bewegt. Nee, der hat die Kamera sich nicht bewegt. Da war es dann anders hergestellt. Ja, und hier sehen wir Thomas Anderson. Oder zumindest würden wir ihn als solchen identifizieren, wenn wir es nicht besser wissen. Simulatte. Ja, ich finde immer noch ein großartiger Name. Er ist fast so gut wie ein Friseurladen, an dem ich heute vorbeigefahren wäre, der hervorragend hieß. Hervorragend, verstehst du? Ich gucke einfach mal weiter. Und doch sitzen wir hier. Das klingt sehr ähnlich wie das, was Morpheus vorhin sagte. Ist sowieso irritierend, ein bisschen wie seine Arbeitskollegen. Das sind ja richtige Karikaturen im Grunde, ne? Ja. Ja, scheinen relativ flache Charaktere zu sein, was ja auch dafür spräche, dass es Programme sind und gar nicht echte Menschen. Obwohl, so wie Autoren sie schreiben würden. Also so wie Menschen. Genau, ja. Und das wird ja auch gleich noch in so einer Montage, wenn die sich an das neue Spiel setzen, finde ich, auf die Spitze getrieben. Ja. Ist auch lustig, wie relativ, ich suche nach dem richtigen Wort, mondän, wie beiläufig hier quasi Trinity eingeführt wird. Ne? Mhm. Vielleicht sollte man kurz erwähnen, wer dieser Schauspieler ist. Ja, mach doch, mach doch, mach doch. Ich wollte mich nur nicht in die Nesseln setzen. Chet Michalski? Stahelski. Stahelski? Wobei ich nicht weiß, wie das genau ausgesprochen wird, aber geschrieben wird Stahelski. Genau, das ist das ehemalige Stunt-Double von ihm aus den ersten drei Teilen. Mhm, genau. Und inzwischen unter anderem Regisseur von den John Wick-Filmen. Ja. Und es ist halt in mehrfacher Hinsicht lustig, dass er da auftaucht. Einmal, weil er auch Chet heißt. Und andererseits, weil es natürlich noch zu einer interessanten Begegnung führt. Mhm. Ja, und hier haben wir es auch nochmal, dass so sehr pointiert mit Rückblenden gearbeitet wird. Wobei halt, das finde ich schon auch wieder irgendwie eine interessante stilistische Entscheidung. Es werden ja nicht einfach nur Rückblenden gemacht, sondern immer so Risse. Also es passt ja irgendwie in die Situation. Und es soll irgendwie so ein bisschen der Kuleshov-Effekt ausgesetzt werden, dass du quasi was siehst, was eigentlich da nichts mit zu tun hat, aber dadurch, dass es so miteinander verschnitten wird, erregt es erstmal den Eindruck, dass es doch was miteinander zu tun hat.
Und es spiegelt halt auch im Grunde vermutlich das, ne, das Vorgestellte, was der Zuschauer, die Zuschauerin in dem Moment sich denkt. Ne? Mhm. Diesen Satz habe ich doch schon mal gehört. Ah ja, genau, genau. Ganz zu schweigen davon, dass wir eine sehr schöne Büste von Agent Smith da im Hintergrund sehen. Ja, und zwar da, wo er einen in die Fresse kriegt. Ein Moment, den wir, glaube ich, leider beim letzten Mal, als wir den dritten Film geguckt haben, nicht so richtig appreciated haben. Eine, so eine schöne Faust im Gesicht hat es ja seitdem nie wieder gegeben. Ja, das ist natürlich in der Tat hier ein besonderer Bruch, dass die Produktionsfirma explizit benannt wird und man schon den Eindruck erweckt oder bekommen muss, dass das, was jetzt gesagt wird, im Grunde auf den Film auch zutrifft. Also ja, man kann vermuten, dass Warner Brothers gesagt hat, Freunde, wir machen einen Matrix-Film, ihr könnt mitmachen oder ihr macht nichts, dann machen wir was. It's our way or the highway. Ja, genau, in der Richtung. Und was ich auch spannend finde, ist, er sagt den Satz, das, was wir hier gemeinsam geschaffen haben. Und wenn man die drei Matrix-Filme zuvor quasi so versteht, dass ja tatsächlich eigentlich die neue Matrix nur geschaffen wird, weil Neo und Smith quasi am Ende fusionieren, dann ist das eine interessante Perspektive auf die Interpretation dieser vorhergehenden Filme. Mhm. Und erklärt auch so ein bisschen die Rolle von Smith in diesem Film, weil es ja ganz offensichtlich nicht dieselbe ist, die er bisher hatte. Und wieder. Wieder sehr klar die Farbe Blau hier, ne? Mhm. Man muss schon sagen, es ist ein bisschen auch an diesem klassischen, also diesem neuen Hollywood-Stil orientiert, dieses Orange-Teal, wo halt irgendwie Hauttöne nochmal ein bisschen vorgehoben sind. Das hat ja, haben die Transformers-Filme ja bis zum Erbrechen reproduziert und ich glaube, so ein bisschen haben sie sich da jetzt auch angeschlossen. Was aber möglicherweise auch wieder Sinn ergibt vor dem Hintergrund, dass hier Blau eben so eine zentrale Farbe sein soll, würde ich jetzt mal behaupten, weil also, dass er eine blaue Brille trägt und auch ein blaues Hemd und dass Blau überhaupt bisher schon relativ viel aufgetaucht ist, ist, glaube ich, kein Zufall. Auch ein schöner Schmetterling im Hintergrund. Weiß gar nicht, ob das eine Referenz auf Life is Strange ist. War schon spannend, die Frage, die er am Anfang aufgeworfen hat. Ne? Also so im Grunde, ist die Welt verrückt oder bin ich es? Mhm. Ich glaube, da können viele mit, gibt es viele Anknüpfungspunkte. Ja. Hier hat man tatsächlich auch nochmal sein Bild schon vorab gesehen, bevor es später nochmal auftaucht. So, Auftritt Christina Ricci. So, Montagenzeit. Ja.
Also auch hier im Szenenbild, finde ich, sieht man das immer wieder, dass so diese Blau-Orange-Töne sehr stark gegeneinander Ja. gepackt werden. Das kann schon kein Zufall mehr sein, würde ich mal sagen. Und trotzdem kommt dann auch immer zum Beispiel noch ein bisschen grüne Akzente dazu. Also es wird mit diesem Farbschema da schon gespielt. Es kriegt auch so eine ganz neue Bedeutung, ne? Also wenn es darum geht, in einer künstlichen Welt zu leben, ist gar nicht nur im sozusagen im wortwörtlichen Sinne, wie es so in den ersten drei Teilen so stark vermittelt wurde, hier quasi fast in so einer klassischen metaphorischen Sache, ne? Also man hat das Gefühl, okay, die labern alle, aber sie sagen halt nichts, ne? Sie Ja. werfen große intellektuell anmutende Worte um sich, aber es ist quasi relativ bedeutungslos, zumindest aus der Perspektive von Neo oder Thomas. Ja. Man muss halt gleichzeitig sagen, es ist halt irgendwie so als wichtiger Höhepunkt inszeniert, aber es ist ja eigentlich ein Anti-Höhepunkt. Es passiert ja auch technisch nichts von Bedeutung, außer dass wir noch mal sehen, dass er da offensichtlich sehr mit sich am Hadern ist. Dazu hören wir einen Song, der sich ja auf Alice im Wunderland auch bezieht. Ja, war auch schon in einem der Trailer zu hören und ist hier noch mal so ein bisschen pointiert, würde ich sagen. Ja, und das ist natürlich irgendwie auch ein spannender Dialog, ne, dass es halt ja implizit auch so ein bisschen über das Phänomen Matrix geht und über das, was das kulturell ausgelöst hat. Und das durchaus ja auch etwas leichtfüßig damit umgegangen wird, dass das ja doch einen relativ starken kulturellen Impact gehabt hat, weil man halt auch diese Bedeutungsebene so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat. Und es wird halt auch so die Befürchtung so ein bisschen vermittelt, ne, dass es halt reine Unterhaltung am Ende war. Genau. Ne, das ist so Philosophie zum Selbstzweck. Man kommt sich cool vor, weil man Sachen in Frage stellt, aber darüber hinaus geht es halt gar nicht.
Und ich meine, das ist natürlich im Grunde einfach so eine wirklich eklektische Sammlung von dem, was Leute sicherlich auch gedacht haben über die Filme, ne? Also für viele war das sicherlich auch einfach unterhaltsam, deswegen waren sie dann enttäuscht, dass das nicht mehr in der Art und Weise unterhaltsam war beim zweiten und beim dritten Teil, wie sie es vielleicht beim ersten gedacht haben. Andere hatten andere Kritikpunkte, aber es gab ja sehr unterschiedliche Gründe, warum man die gut oder nicht mehr gut fand. Und das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal ja auch schon gesagt, dass die letzten, also die mittleren beiden Teile, muss man ja jetzt sagen, doch ja mit der Zeit scheinbar ein bisschen idealisiert worden sind. Die waren ja durchaus kritisch gesehen, auch von den Kritikern damals zu der Zeit, als sie rauskamen. Und so rückblickend habe ich aber sehr viele positive Erinnerungen und so gesehen, auch in Reviews jetzt zum vierten Teil, dass man gesagt hat, naja, aber die beiden waren ja wenigstens noch, und jetzt der vierte, das ist ja gar nicht mehr. So, also man sieht immer, wie dann doch nochmal so Abstand, zeitlicher Abstand, so eine Perspektive verändert. Bei Star Wars ja das Gleiche. Ja, genau. Also gerade bei so Franchises, die sich dann auch immer wieder neu erfinden wollen oder sollen oder müssen. Und da muss man ja dankbarerweise sagen, dass Matrix das ja quasi nur einmal gemacht hat. In diesem Film halt sehr viel auch diese Spiegelthematik, ne? Wir sehen ständig Dinge im Spiegel, die dann anders aussehen. Ich meine, Thema Spiegel, da gibt es ja auch diverse philosophische Auseinandersetzungen mit. Was es eigentlich bedeutet, eine Reflexion von etwas, das ist ja nicht identisch das Gleiche, es ist ja eigentlich, ne, eigentlich eine zeitverzögerte Wahrnehmung auch und so weiter und so fort. Jetzt haben wir dann doch wieder so ein bisschen Analogien zum ersten Film. Witzigerweise, inzwischen wird getextet und nicht mehr telefoniert. Ja, das ist schon. Jetzt so Schauspielleistung von Keanu Reeves, ja, sehr gescholten in der Szene. Ja, aber die Brillenlogik wird zumindest immer noch durchgehalten. Immer noch runde Brille, ein guter, eckige Brille, mindestens Agent. Ich glaube, ich kann ein bisschen dein Echo hören. Dann mache ich ein wenig leiser. Aber es wundert mich, weil es ja jetzt nicht unbedingt die lauteste Stelle ist. Ja, das stimmt. Wie random diese Explosion. Ja. Aber es zeigt halt auch, dass, ne, also wie es halt wirklich nicht ernst genommen wird, wie man
Auch Referenzen einfach, gerade die Sprinkleranlage auch, ebenfalls aus Teil 1. Also man hat halt das Merkwürdige, dass innerhalb des Films gewisse Dinge kritisiert werden an den alten Filmen und gleichzeitig sie aber halt auch reproduziert werden. Ja, genau. Das ist irgendwie so das Spannungsverhältnis, was sie da auch aufmachen. Hier dann auch mal ein roter Akzent. Das haben wir ja bisher eigentlich immer nur bei den Maschinen gesehen. Die eigentliche Action hier auch fast nur beiläufig, während wir uns eigentlich in der Hauptlinie bei ihm befinden. Sehr auffällig, die Rotfärbung von ihm. Ja. Neo in Blau, er in Rot, Smith in Grün. Ja. Es ist nicht schlecht gemacht, aber es ist halt sehr anders. Und was halt eben auch nochmal irgendwie besonders irritierend ist, würde ich sagen, dass halt irgendwie mit Realitätsebenen gespielt wird, aber ohne dass eine klare Zuordnung oder eine Differenzierung, wie man das halt vorher kannte, zwischen Matrix und der realen Welt beispielsweise geben kann. Also es ist offenbar ja in der Matrix, das heißt, es ist eine Menge möglich, aber die Tatsache, dass da jetzt offensichtlich diese Ereignisse im Büro passiert sind und die Frage, warum wir jetzt diesen Übergang haben oder ob er das nur sich eingebildet hat oder ob er sich erinnert hat oder was auch immer die Zusammenhänge jetzt waren. Das bleibt ja irgendwie offen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie die Szene, die gerade angedeutet wurde, ausgegangen ist. Aber mir kam gerade die Idee, dass das durchaus so eine Art Reset-Point sein kann. Jedes Mal, wenn Neo stirbt quasi, wird er resettet in einer bestimmten Stelle. Ne? Also angenommen, er wurde hier erschossen und sie setzen ihn da wieder ein beim Psychologen, um für ihn auch eine Erklärung parat zu haben, was gerade passiert ist. Ne? Von wegen, ach, war das mal wieder ein Anfall oder sowas. Ja. Genau, also man könnte schon meinen, dass sie quasi wieder ein Kontrollkonstrukt um ihn herum gebaut haben und im Moment, wo es ein Problem gibt, wird ein Backup hinterhergestellt und dann wird das alles irgendwie wieder in einen kohärenten Zusammenhang gepresst. Das ist ja nachvollziehbar, weil sie wollen ihn ja am Leben erhalten, weil ich glaube, die Idee war ja, ne, er und Trinity nah beieinander und das sorgt für Energie. Genau, Spoiler-Alarm, das wird ja später erklärt, aber wir haben ihn ja auch alle gesehen, auch alle, die hier mitgucken sollten, das ja schon gesehen haben. Übrigens, ich frage mich gerade, man hat, also links von Neil Patrick Harris, sieht man jetzt in den Einstellungen nicht, ist auf dem Tisch so ein Kopf, wo die Gehirnregionen eingezeichnet sind, was, glaube ich, in der, oh Gott, wie heißt das, Fresnologie, also die Lehre von Schädelformen und so, was bei den Nazis ja auch ganz gerne benutzt wurde. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie üblich dieses Gimmick bei Psychologen ist, aber ich habe neulich eine Folge von X-Faktor, das Unfassbare, präsentiert von Jonathan Frakes gesehen. Okay. Und da gab es eine Folge, die sich komplett um so einen Kopf gedreht hat, auch bei es war kein Psychiater, es war ein Chirurg. Okay. Aber sowas frage ich mich dann, ob es Zufall ist oder so kleiner Notch zu X-Faktor.
Das ist, finde ich, auch einen spannenden Satz vor dem Hintergrund, dass in dem Film ja so gut wie niemand verletzt wird. Also zumindest in bestimmter Hinsicht weniger Leute, als man erwarten würde. Also ich finde auch beim mehrfachen Gucken, dass das schon überzeugend hier dargestellt wird, dass er nicht weiß, was sozusagen tatsächlich passiert ist und was irgendwie die Welt ausmacht, in der er lebt. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, die Wachowskis, die sind doch auch so ein bisschen into Buddhismus und so, ne? Beziehungsweise es gibt ein paar Elemente davon, ne? So Wiedergeburt, Erinnerungen noch an ein altes Leben haben. Ja. Steckt hier auch so ein bisschen mit drin. Ja, würde ich auch sagen. Und das ist natürlich nochmal, sagen wir mal, eindrucksvoller, würde ich sagen, wenn man den Neo aus den mittleren beiden Filmen im Hinterkopf hat, der ja im Grunde, was ja auch seine Funktion als Auserwählter war, die Matrix umgestalten konnte, so wie er wollte, und im Grunde alle Regeln gebrechen konnte, die es da gab. Und insofern die Frage sich auch gar nicht stellte, was real oder nicht ist, weil er ja quasi in der Matrix zumindest Realität erschaffen hat, wenn du so willst. Und hier ist jetzt sozusagen genau das Gegenteil, dass er überhaupt nicht mehr weiß, was er eigentlich oder seine Rolle in der Welt ist, in der er sich befindet. Was auch einleuchtet, weil er ja hier nicht der Auserwählte sein kann. Also zumindest würde man vermuten, dass er es nicht mehr ist, in der Art und Weise, wie er bisher dargestellt wurde. Auch interessant, wie viele Anglizismen hier eingesetzt werden, ne? Also, das war in den alten Teilen auch schon ein bisschen, das fällt heutzutage nicht mehr so auf, weil heute viele Begriffe wie, was mir damals aufgefallen ist, Bullshit. Ja. Das hatte ich vor Matrix 2 noch nie gehört im Deutschen. Das stimmt. Ne? Und hier reden sie von Treadmill und von Loop und so weiter. Ja, das stimmt. Was für mich auch immer den Eindruck hat, dass das eben hier in einer bestimmten Art und Weise anders benutzt wird, der Begriff. Sonst hätte man ihn ja einfach übersetzen können. Auch schön, dass sie eine Karotte auf ihrem T-Shirt hat. Mir gerade auch zum ersten Mal aufgefallen. Auch wieder runde Brillengläser, möchte ich nochmal hinweisen. Wenn dann so Sachen durchgehalten werden, ist das ja durchaus. Aber tatsächlich auch Tokio, okay. Ich war mir Ja. immer nicht ganz sicher in Teil 1. Man sieht ja kurz eine, das kann auch eine symbolische, visuelle Darstellung der Matrix gewesen sein, wo man den Eindruck gewonnen haben könnte, dass die gesamte Welt nur aus dieser Stadt besteht. Ja. Ja, genau. Also man hat hier ja auch mehrere Indikatoren, dass sozusagen reale Städte abgebildet sind. Das ist eine, ist ja San Francisco, was immer mal wieder irgendwie durchscheint. Und da eben dann auch Tokio. Und man hat schon den Eindruck, dass sie jetzt in Orten oder an Orten in der Welt auch tatsächlich sind. Sodass man
vielleicht noch mal mehr den Eindruck verstärkt, dass diese Variante der Matrix unserer Welt sehr viel näher ist als die davor. Sehr schön klassisch, das hier so auf eine Theaterbühne zu verfrachten. Damit wirken halt auch die ganzen Gegenstände noch mal mehr als Props, als wenn sie sich einfach so da im Raum wären. Wenn man wirklich das Gefühl hat, sie haben jetzt hier so eine bewusst die Szene nachgebaut, damit er sich daran erinnern kann. Was ich für einen Vortrag mal gemacht habe, ist die Aufwachszene aus dem ersten Teil mit der Aufwachszene hier irgendwie so ein bisschen parallel anzugucken, weil es ja doch ähnliche Schritte gibt, sagen wir mal. Und man ja auch ganz bewusst Referenzen von dem Film in den anderen macht. Und im Grunde teilweise die Szene ja auch im Hintergrund abläuft. Aber es ist dann hier nochmal, vor allen Dingen im Vergleich zur ersten Szene im Film, doch nochmal sehr viel anders gestaltet. Also man hat das Gefühl, dass sozusagen der Film immer weiter abweicht vom Originalfilm, wenn man so will. Genau, hier sehen wir das Bild nochmal, was man vorher kurz im Spiegel gesehen hat. Wenn man so will, ist das hier auch wieder relativ spät, dass sozusagen der erste Akt abgeschlossen wird, wenn man das hier so als die Markierung sehen würde, weil wir ja schon fast auf einem Drittel des Films sind. Also wenn man so eine klassische 3- oder 5-Akt-Struktur anlegen würde, dann würde man sagen, da sind sie nicht schnell in Gang gekommen. Aber ich würde zum Beispiel behaupten, um mal wieder ein bisschen oberflächlicher zu werden, dass im Vergleich zu dem, was wir kritisiert haben bei Teil 2 und 3, hier Dialoge und Action ein bisschen organischer ineinander übergehen. Ja, das Also. stimmt. Das würde ich auch sagen. Also dafür wird die Action halt auch nicht sozusagen in einen separaten Raum verlegt, wie das im ersten und den ersten drei Filmen eigentlich immer war, dass das sozusagen explizit ein Setting aufgemacht wird, wo dann gekämpft wird und auch nur gekämpft wird und dann ist das auch wieder beendet. Hier wird das immer relativ eng miteinander verknüpft. Ich erinnere mich aber, als wir aus dem Kino raus sind und drüber geredet haben, dass, glaube ich, einer meiner Kritikpunkte oder meiner Beobachtungen war, dass in diesem Film sehr häufig das Muster ist, sie sind irgendwo, reden miteinander, dann kommen die Bösewichte, wegrennen. Sie reden miteinander, dann kommen wieder die Bösewichte, wegrennen. Ja. Ja? Warum jetzt hier der Analyst auch noch mal auftaucht? Er schließt sich ja auch erst später im Film, muss man sagen. Man muss natürlich sagen, wenn man das mal wieder so ein bisschen biografisch lesen will, beziehungsweise so aus der Welt und den Themen, die den Wachowskis wichtig ist. Interessantes Bild, was vermittelt wird von Psychiatern, ne, oder Ja. Psychologen. Na, also eher ein kritisches in dem Fall.
Naja, ich glaube schon, dass das auch nochmal wichtig ist. Die sagen ja immer Analytiker oder Analyst oder was. Also es wird ja hier explizit zum Beispiel nicht von Psychotherapeuten gesprochen oder einem Psychologen. Ich glaube, das ist durchaus bewusst auch so gemacht worden, weil das nochmal eine andere Funktion nahelegt von seiner Figur hier. Ja, vor allen Dingen gibt es halt einen Data Analyst, ne? Aber Ja, keinen genau. Data Psychologist. Genau. Also ich glaube, das verweist da auf einen anderen Zusammenhang. Ja, und hier eben tatsächlich dann die Action-Szene direkt in den Zug verlegt. Genau, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Das ist natürlich sehr, zumindest war das unser erster Eindruck, sehr unübersichtlich war. Ne, auf engstem Raum sehr viel. Aber jetzt gerade geht es eigentlich, finde ich. Ja, ich glaube, das hängt auch noch mal ein bisschen davon ab, wenn man den auf der großen Leinwand sieht, dass er dann ein bisschen desorientierender ist. Ja, und das ist natürlich eigentlich ein schöner Übergang. Da sind wir jetzt tatsächlich auch noch mal in einem ganz anderen Farbbild. Aber interessant im Vergleich zu der, du meintest ja, du hast das mal im Seminar gemacht, ne? Die Aufwachszenen miteinander vergleichen. Das war tatsächlich für einen Vortrag, nicht im Seminar, ja. Denn vor dem Vortrag, dass hier sozusagen noch diese Zugszene dazwischen geschaltet wurde. Ja. Und das ist halt wieder teilweise analog zum ersten Film, aber dann doch leicht variiert. Es muss wirklich spannend sein, die Filme so direkt parallel zu legen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass halt auch die Einstellungen halt, ne, die Schnitte, die Einstellungen Ja, teilweise also identisch sind. genau, teilweise ist das wirklich täuschend ähnlich. Aber hier dann eben der Twist sozusagen, dass die Maschinen nicht der Gegner sind oder zumindest nicht alle Maschinen. Ich meine, wenn man Teil 2 und 3 aufmerksam verfolgt hat, dann weiß man das ja eigentlich auch Ja, schon. das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, bei vielen, die jetzt Teil 2 und 3 jetzt nicht so intensiv durchdrungen haben und die Filme dann auch eher so abgetan haben, für die ist es schon dabei geblieben, Maschinen böse, Menschen gut. Ja, es kann ja, also ich finde das auch gar nicht so weit hergeholt. Das könnte ja auch sein, dass in der Zwischenzeit wieder etwas passiert ist, das die Rollenverteilung geändert hat. Aber in der Tat haben wir natürlich in dem dritten Film den Eindruck gewonnen, dass der Krieg erstmal beendet ist und man sich auch darauf geeinigt hatte, dass man es nach Möglichkeit versucht, so aufrechtzuerhalten. Ich meine, ebenso wie Neo, das, was wir jetzt gerade sehen, schreit ja auch nicht gerade nach Freund, ne? Nee. Das ist ja das, was in Teil 3 am Ende so ein bisschen auch durchbrochen wurde, immer wenn wir in diese Neo-Vision gegangen sind. Ne? Wenn wir auf der einen Seite diese dunklen, roten Türme und die Blitze und das alles sehen und in seiner Vision dann aber eher fast so wie eine goldene Stadt. Ne? Ja.
Insbesondere auch diese Szene ist ja sehr nah an dem, was im Original Matrix-Film gemacht wurde. Hier kann man ja vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass die eine Wachowski-Schwester, die den gemacht hat. Bin mir gar nicht so sicher. Ja, ich glaube, ne? Dass die ja offensichtlich viele Schauspielkollegen aus den vorherigen Projekten übernommen haben, die da gemacht wurden. Das war ja einmal diese Sense8-Serie auf Netflix. Da sind also wahnsinnig viele von den Schauspielerinnen sind hier auch in irgendeiner Rolle vertreten. Teilweise ja auch deutsche Schauspieler. Max Riemelt, sehen wir zum Beispiel, ja. Aber sind noch ein paar mehr, glaube ich. Und dann auch, glaube ich, ein paar Leute aus Cloud Atlas. Und Tom Tück war für die Musik, die ja auch schon, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben, ja auch schon in dem dritten Matrix-Film einen Song beigesteuert hatte und dann ja auch die Musik gemacht hat für Cloud Atlas und für Sense8, wo er aber auch Regie geführt hat. Wurde ja auch in größeren Teilen in Berlin gedreht, ne? Ja, genau. Hat man ja auch im Studio Babelsberg gemacht. Da gab es ja noch irgendwelche Irritationen, dass man wohl während der Pandemie da noch eine Abschlussparty oder so gemacht hätte und auch spannend, dass er jetzt hier einen blauen Anzug trägt. Weiß ich nicht, ob das Absicht ist. Könnte aber sein. Also blau ist offensichtlich, kommt sehr viel vor, aber ich finde es schwer zu greifen, wofür es steht, ja. Wofür es steht, ne? Weil Neil Patrick Harris ja eben auch blau. Ja. Davon abgesehen gefällt mir, wie flamboyant, sagt man das im Deutschen so, Morpheus ist. Ja. Er hat ja offensichtlich auch mit dem Getränkeglas hinter ihm und seiner Kleidung so ein bisschen was Pimphaftes. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwie eine spannende Entscheidung war, sozusagen sich durchaus konträr zum Original Morpheus-Charakter hier. Aber halt auch am Anfang, ne? Also diese Remix-Geschichte, dass du nicht einfach nur Morpheus neu besetzt, sondern dass er teilweise auch die Szenen übernimmt, die Agent Smith eigentlich ursprünglich innehatte. Ja. Das heißt, es sind halt ähnliche Elemente, aber ein bisschen anders und immer wieder in neuer Konstellation zusammengebracht. Genau. Ja, und auch die Szene, ne, im Grunde ja eine Referenz auf die Kampfszene mit Neo und Morpheus im ersten Teil. Und hier kann man, glaube ich, in der Kampfszene schon so ein bisschen sagen, dass teilweise man die Bewegung auch nicht gut kennt, aber zumindest diese Grundidee, dass das so eine Comic-Stilistik hat, gerade mit diesem besonderen Licht und der Inszenierung mit dem Hintergrund und so, das haben sie schon übernommen. Also man könnte sagen, man kann nicht so richtig jede Bewegung erkennen und dass da irgendwie so eine wahnsinnig elaborierte wie heißt das? Choreografie dahinter steckt. Naja, die Schnitte sind ein bisschen wilder, ne? Ja.
würde auch sagen, relativ viele, also die 180-Grad-Regel wird häufig gebrochen. Also die Kamera springt häufig auf die andere Seite von den beiden. Hm. Ja, stimmt. Sowas wird normalerweise vermieden in einem so Standard-Hollywood-mäßigen Filme machen, weil das in der Regel Irritationen hervorruft und man nicht so gut folgen kann, was passiert. Und man würde sagen, die Wachowskis oder Lena Wachowski, die weiß ja normalerweise, was sie tut. Ja. Und daher ist das schon Absicht, dass das hier ein bisschen irritierend ist, würde ich annehmen. Aber darüber reden wir ja nie, was Absicht ist und was Dings. Von daher sage ich nur, wir sind irritiert und das ist einer der Gründe dafür. Ja, genau. Und hier eigentlich auch nochmal spannend, ne, dass es quasi irgendwie eine Explosion außerhalb der Matrix gibt und dann eben diese Explosion in der Matrix, womit ja wieder so ein bisschen angedeutet wird, dass seine Kraft dann doch irgendwie die Grenzen der Matrix sprengt. Also zumindest das, was wir so beim letzten Film ja auch gesehen haben, dass er so eine Verbindung zwischen den Welten hat, die offensichtlich irgendwie nicht üblich ist. Das wird hier ja nochmal wieder gezeigt. Scheint sich also nicht geändert zu haben. Ansonsten haben wir hier auch durchaus wieder ein bisschen häufiger so Erdtöne und vielleicht etwas weniger starke Farben und so, aber eben nicht mehr ganz klassisch dieses Farbschema, was man in den ersten drei Filmen hatte. Da spricht doch schon wieder die Lena Wachowski eigentlich. Ja, ist schon spannend. Also es wird eigentlich fast jedes Zwiegespräch so ein bisschen immer auch als ein Kommentar auf das Projekt insgesamt lesbar. Beziehungsweise darüber hinaus natürlich auch auf so den, auch so eine gewisse kulturkritische Perspektive. Vielleicht sogar ein bisschen kulturpessimistisch, könnte man sagen. Deswegen finde ich das eigentlich fast ein bisschen schade, dass die Kritiken, die ich so gesehen habe, also es gab auch ein paar gute, das kann man nicht, man kann nicht sagen, dass alle negativ waren, aber doch alle das so ein bisschen runtergespielt haben, dass hier die Themen nicht irgendwie relevant oder universell sind. Ich würde sogar sagen, die sind hier nochmal viel greifbarer als in den anderen Filmen, weil sie da ja immer relativ abstrakt und so also ein bisschen existenzialistisch oder philosophisch angehaucht waren, was ja doch eher ein bisschen weniger zugänglich ist. Und hier, finde ich, ist das ja schon sehr greifbar, aber halt trivial. Möglicherweise zu trivial. Keine dieser Figuren wird nochmal eine Rolle spielen. Das stimmt.
Ich glaube, wir hätten uns auch drüber unterhalten. Ich meine, bei Teil 2 und 3 ist es uns neulich auch wieder aufgefallen, die große Anzahl an Charakteren, die für sich genommen eigentlich keine große Bedeutung haben. Ne? Und hier hat man, glaube ich, im Speziellen sogar darüber geredet, dass es fast schon ein bisschen albern ist, dieses typische, okay, wir wollen Spielzeug verkaufen. Also machen wir noch so einen kleinen Mini-Roboter mit rein, der süß ist. Den wir hier, glaube ich, einmal kurz sehen und dann nie wieder. Was natürlich, also gerade so strukturell würde ich jetzt mal sagen, auf Narrationsebene hier besonders auffällig ist, es gibt keine Prophezeiung, es gibt kein extern vorgegebenes Ziel, es gibt keine, sagen wir mal, Erklärung, die jetzt aus irgendeinem übergeordneten Zusammenhang abgeleitet werden kann. Naja, die Frage ist, ne, warum haben sie ihn gerettet? Ja, genau. Also es scheint auch nicht so zu sein, dass irgendjemand ihnen gesagt hat, das müssen sie machen, sondern es ist irgendwie die Suche, die scheinbar so einzelne Leute aufrechterhalten haben. Aber wie wir gleich sehen werden, auch nicht alle. Also es scheint kein gemeinsames Ziel der Menschheit gewesen zu sein, Neo zu finden, sondern irgendwie so nebenbei, so beiläufig mal mitgemacht. Aus Zufall, wenn man so will. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch keine Erinnerung mehr, inwiefern das erklärt wird. Ich meine, Neos Motivation für das, was dann im Film passiert, ist relativ deutlich. Hat er ja auch mit Widerständen zu kämpfen. Und dort ist es vorhin erwähnt, dieser Kulturpessimismus, der so ein bisschen durchscheint, wo dann natürlich sich die Frage, also muss ich nicht stellen, aber stelle ich mir dann, ja gut, also wozu dann das Ganze? Was ist der Sinn? Und der ist ja relativ simpel, sage ich mal, ne? Die Liebe. Ja. Wobei da wieder die Frage ja auftaucht, die wir im letzten Film schon hatten, was das bedeutet. Erstmal ist es ja ein Wort und in diesem konkreten Fall ist es möglicherweise auch noch etwas komplizierter als das, weil es ja mit Erinnerungen zusammenhängt, von denen er ja gar nicht wusste, ob sie echt sind. Aber halt auch eine gewisse Macht quasi, die ja also sehr wortwörtlich in diesem Film dargestellt wird. Ja. Ist das eigentlich tatsächlich Jada Pinkett Smith mit viel Make-up? Ja. Wahrscheinlich ja, ne? Das ist sie wohl, ja. Stimmt, an den Augen erkennt man es. Ja, da ist jetzt die Reaktion doch sehr anders, als man vielleicht erwartet hätte.
habe wieder ein leichtes Echo. Also wie viel leiser soll ich denn noch? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Das hatten wir bei den letzten Malen nicht, aber ich kann diesmal auch wirklich sehr deutlich einen Ausschlag sehen. Eher nichts sagen, aber Kopfhörer lösen das Problem. Und das finde ich hier eigentlich auch wieder relativ spannend. Also ich finde, der Look erinnert schon noch so ein bisschen an Zion, aber ist auch wieder anders, ne? Also die Farbgebung ist ein bisschen anders. Es ist mehr dieser Erdton, den man so aus dem Tempel kennt. Im Hintergrund ist es auch ein bisschen bläulich, aber durch diesen künstlichen Himmel ist es halt auch wieder ganz anders, als das in Zion ausgesehen hat, wo es ja wirklich so eine Art Steampunk-Ästhetik eigentlich hatte. Also finde ich schon noch mal beachtlich, dass man hier doch auch noch mal einen neuen Look gemacht hat, der auch ein bisschen mehr ist als nur so ein Konglomerat aus dem, was man schon kennt. Irritierend ist so ein bisschen, dass die Welt doch hier auch relativ leer wirkt. Also wir treffen jetzt nicht sehr viele Leute. Naja, Covid. Ja, also rein vom Filmtechnischen kann man sogar nachvollziehen, warum das wohl so ist. Aber ich meine, man hätte ja jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch noch ein paar Inserts nachdrehen können oder so, wo man zumindest das Gefühl hat, dass da auch noch Leute in der Stadt sind. Man könnte ja vermuten, dass es auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, dass Neo wieder da ist. Und ich hätte jetzt vermutet, dass das ja auch ein bisschen sich rumspricht und so. Also irgendwie... Naja, es wirkt ein bisschen klein. Ja, also dafür, dass wir vorhin die Kulisse gesehen haben, die ja sehr groß wirkte, hätte man gedacht, es können hier schon noch ein paar Leute irgendwie durch die Gänge laufen oder so. Und das finde ich jetzt ist tatsächlich ja nochmal eine ganz spannende Wendung, dass also offenbar die Maschinen, die ja immer sehr als Einheit agiert haben und auch einheitlich dargestellt waren und irgendwie ja im Grunde auch durch den Krieg wahrscheinlich vereint gegen die Menschen vorgegangen sind, offensichtlich im Frieden genauso wenig geeignet sind wie Menschen, die ja auch immer dazu neigen, sich dann wieder in eine neue Auseinandersetzung
zu stürzen und das scheint ja hier auch passiert zu sein. Also es ist natürlich konstruiert möglicherweise, um genau diese Analogie zu provozieren, aber es finde ich irgendwie einen netten Touch. Zeigt auch noch mal diese Diskussion, die im letzten Film, also in den letzten beiden Filmen eigentlich ja im Kern stand, was eigentlich der Unterschied zwischen Maschinen und Menschen ist. Also wenn man die Menschen als biologische Maschinen verstehen würde und dann wir ja lernen, dass Programme irgendwie Nachkommen haben und Wünsche und Träume und Liebe und sowas empfinden können, oder zumindest ein etwas Analoges, dann war ja am Ende so ein bisschen offen, was eigentlich der Unterschied ist. Und hier wird nochmal deutlicher, dass es wohl noch weniger Unterschiede gibt, als man vielleicht denken könnte. Ich meine, die vergleichbare Situation hier mit ein bisschen umgekehrten Rollen, dass sie ja jetzt eben nicht diejenige ist, die ihn unterstützt, sondern eher die Rolle des Hardliners aus den Teil 2 und 3 übernimmt. In Teil 2 und 3 ist das ja noch klarer. Es ist halt ein Risiko, auf Neo zu vertrauen, aber die Stadt ist halt bedroht und die Frage ist, ja gut, ohne ihn schaffen sie es wahrscheinlich gar nicht. Also setzen sie alles auf eine Karte und geben ihm eine Chance, zumindest ein paar von denen. Und hier ist ja die Situation, es ist eigentlich alles cool. Und Neo gefährdet die, das war ja gerade ihre Frage. Und würdest du hier dieses friedliche Zusammenleben, all diese Menschen gefährden, nur um sozusagen Trinity zu befreien? Ja, das ist spannend, weil Neo eigentlich mehr agiert wie Smith, der sozusagen ein einprogrammiertes Ziel hat, nämlich offenbar Trinity, und da sozusagen hin muss, egal was ihm im Weg steht. Und so, ja, eigentlich noch weniger menschlichen Charakter hat, als er vielleicht sonst dargestellt hätte. Aber im Endeffekt damit ja auch genau die Funktionen erfüllt, die er im Rahmen dieser Prophezeiung erfüllen sollte, nämlich dass er sich ja dann beim Architekten entscheiden sollte, entweder für die Gemeinschaft, für die Menschheit oder eben für seine Liebe. Und er hat sich ja da schon entschieden und das hat sich offensichtlich auch nicht geändert. Ich glaube übrigens, dass da an dem Zeitpunkt, wo er die Tür geschlossen hat, die Wand wahnsinnig gewackelt hat. Also ich habe das Gefühl, da hat sich Babelsberg nicht mit Ruhm bekleckert bei der Kulisse. Nein, die Gefängniserbauer waren einfach nicht sehr zuverlässig. Bin gespannt, ob das noch erläutert wird, was die Motivationen von Bugs und Co. sind, Neo seine Wünsche zu erfüllen. Auch lustig, ne? I.O., so als Mittelteil des Wortes Zion. Ja, einerseits, ne, und dann Input-Output. Ja, Das, 1-0. genau, also es ist wirklich irgendwie eine lustige Mischung zwischen einer Maschinenstadt und einer Menschenstadt, könnte man sagen. Wobei es schon ein bisschen, also sie hat ja nicht wirklich gesagt, was eigentlich mit Zion passiert ist. Man hätte ja jetzt meinen können, dass sie irgendwie trotzdem noch
auch noch eine Menschenstadt haben und dass es Zion auch noch gibt, weil es war zwar sehr zerstört, aber warum sollte man nicht aus nostalgischen Gründen dann trotzdem noch eine Dependance haben oder so? Also alleine dafür hätte ich dann doch vielleicht noch Lust auf den fünften. Weil Ganz dann auch hätte man interessant. nämlich zeigen können, dass es tatsächlich so einen Loop gibt und dass es sozusagen alles wieder von vorne losgeht und dass wir da vielleicht auch schon waren, was jetzt hier uns neu erscheint. In dem Film sind dann die Maschinen, die so ein bisschen wie in Blade Runner 2049, die dann so ausgeschlossen werden von der menschlichen Gesellschaft, die gedisst werden, die gemobbt werden. Ja. Ich fand es auch wieder spannend, diese Was auch immer Statue von Mojo heißt. Morpheus zu sehen, ne? Wo wir wieder bei diesen Ritualen sind, von diesen Artefakten und so als Erinnerungskultur werden halt große Statuen errichtet. Ja. Und es macht halt auch so Parallelen auf zu dem, was wir jetzt im ersten Drittel des Films viel geredet haben, dieser Meta-Kommentar auf Popkultur und ähnlich und den Umgang damit, ne, dass Popkultur eben auch Kultur ist und Ja. wie die Parallelen sind zwischen so Popkulturgeschichte und Kulturgeschichte an sich, Mythen und so weiter und so fort. Ja, genau. Das sind ja eigentlich Geschichten, die wir so als Mythologie auch kennen, zu einem Zeitpunkt X ja Popkultur gewesen sein müssen, weil sie scheinbar ja so oft in der Regel ja dann mündlich überliefert worden, dass sie auch irgendwann jemand aufgeschrieben hat. Also nicht alles, was so überliefert ist, ist ja zu jedem Zeitpunkt nur schriftlich gewesen. Nee, für die einen sind es die Matrix-Filme, für die anderen die Bibel. Genau. Ist ja die Frage, was von uns mal irgendwann übrig bleibt. Ob es die Grimmschen Märchen Wie und sind dies. oder Videodies. Ja. Genau. Haben ja schon gesagt, dass hier immer durch die Spiegel sozusagen irgendwie gegangen wird und die Welten miteinander verbunden sind. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal explizit ein Aspekt aus den Alice im Wunderland-Büchern, weil ich glaube ja, das zweite Buch heißt Through the Looking Glass und das ist auch das, wo sie, glaube ich, durch einen Spiegel ins Wunderland zurückkommen, während sie beim ersten Mal ja irgendwie in diesen Kaninchenbau reingegangen ist und dadurch irgendwie in die Wunderlandwelt fällt. Also. Vor allen Dingen Through the Looking Glass. Der deutsche Titel ist ja, glaube ich, Alice hinter den Spiegeln. Ne? Ja, genau. Der deutsche Titel ist dann noch mal etwas konkreter. Muss ich mal irgendwann lesen. Also generell nochmal, auch Alice im Wunderland nochmal lesen. Ja. Ja, das habe ich tatsächlich mal irgendwann auf Englisch. Ich glaube sogar, als ich in England war, habe ich mir das mal auf Englisch. Nee, stimmt nicht, habe ich mir später bestellt. Aber um dann noch mal zu gucken, wie der Originaltext vom Übersetzer abweicht. Mir ist so, als hätten wir uns über seine Narbe unterhalten, die er da unter der Lippe hat. Hatten wir? Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber möglich ist Stimmt, es. dass die mal da wäre und mal nicht oder sowas war. Kann auch Einbildung sein. Da hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht drauf geachtet. So, ich verpasse natürlich die Hälfte der Dialoge durch unsere angeregten Gespräche. Was führt Sie gerade in diese Lagerhalle? Oh, gute Frage. Habe ich auch schon wieder vergessen. Weil sie irgendwie nach einer bestimmten Figur, glaube ich, der, wie heißt sie? Merowinger? Nee.
Der taucht zwar jetzt auf, aber ich glaube, sie suchen nach. Wie heißt sie denn? Tati. Warum sie jetzt irgendwie durch diese Halle durch müssen, irgendwas hat das mit der Tür zu tun. Weil er hat ja irgendwie die Tür auf und zu gemacht und dann ist er auf einmal, konnten sie da hin und jetzt müssen sie da auch irgendwie nur durch. Also es scheint so zu sein, dass man da nur hinkommt, wo sie hinwollen, wenn man ein paar Umwege nimmt. Ähnlich wahrscheinlich wie mit dem Zug, dass sie sich so ein bisschen von Station zu Station hangeln. Das kennt man ja auch aus dem Hacking, dass man, wenn man nicht erkannt und zurückverfolgt werden will, sich über mehrere Rechner quasi auf den Rechner einloggt, wo man eigentlich hin will. Dann hat der am anderen Ende ein bisschen damit zu tun, rauszukriegen, wo man eigentlich ursprünglich hergekommen ist. Ich glaube, dass das hier so ein bisschen in der Richtung gedacht ist. Es ist so ein bisschen auch nochmal auf die Spitze getrieben, habe ich das Gefühl. Die Kritik an dem Film war ja auch ein bisschen, dass die Action so unterwältigend ist. Ich glaube, es ist tatsächlich die Masse, ne? Also uns wird hier so am Stück beiläufig nebenher die Zeitlupen, die Bullet Time und sonst was präsentiert. Es wird halt nicht mehr so in den Fokus gerückt. Ja. Und dadurch verliert es auch an Bedeutung. Genau. Es ist halt auch wieder, ne? Es spiegelt so ein bisschen frühere Auseinandersetzungen in Wiener. Man sieht, wieder Smith hat mehr Macht als Morpheus, auch dieser Morpheus hier und auch dieser Smith. Das ändert sozusagen scheinbar an der Rollenzusammenstellung nicht so viel. Neo haut doch offensichtlich allen auf die Nuss. Und gleich sind wir ja quasi Genau. im U-Bahn-Fight zurück. Ne, auch wieder, Naja. wie schon am Anfang des Films gesagt, ne, dass diese Settings einfach willkürlich nah beieinander liegen, Ja. weil es weder filmisch noch in der Welt der Matrix scheinbar Not tut, da uninteressante Verknüpfungen dazwischen zu thematisieren. Ja, Es und wäre ich. sicherlich auch interessant, na, also wir nehmen das ja immer so beiläufig wahr, die kämpfen da halt, aber das sind ja Choreografien, die sich jemand ausgedacht hat. Ja. Und ähnlich wie bei den Kameraeinstellungen und den Schnitten, wo die Parallelen da sind, würde es mich nicht wundern, wenn hier auch sehr bewusst bestimmte Choreografien wiederholt werden, die in den ersten Teilen vorkommen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es gibt schon so ein paar Einstellungen und auch ein paar Moves, wo man das Gefühl hat, dass ganz gezielt eben aus den vorhergehenden Kämpfen, beziehungsweise aus den vorhergehenden Kämpfen der vorhergehenden Filme, Sachen übernommen werden, um wieder diesen Begriff, diesen Effekt des Wiedererkennens so ein bisschen einzufangen, aber eben dann doch so ein bisschen leicht verändern. Also das hier zum Beispiel sieht so ein bisschen aus wie die U-Bahn-Szene, ist aber auch ein Klo, wie wir das bei dem Kampf mit Morpheus und Smith haben. Und es ist nicht identisch, ne? Also eine altertümliche Toilette und es sieht überhaupt nicht aus wie die Toilette, in der wir da waren. Und es sieht auch nicht ganz so aus wie die U-Bahn. Aber auch die Szene hier im Film, wenn Morpheus und Neo das erste Mal aufeinandertreffen, auch in der Toilette, er thematisiert das ja sogar. Ja, Dass genau. er im Gegensatz zu dem anderen Morpheus quasi hier aus einer Toilette kommt. Ja. Ja, und erstmal, was hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen auch in der Choreografie rausgehoben wird, ist eben diese neue Kraft, dass er irgendwie so eine Art Kraftfeld verwenden kann. Das war Genau. vorher nicht da. Das Also ist ich also ein Trick, den glaube, er später im Film ständig macht.
Ja, genau. Und was, glaube ich, aber so ein bisschen ähnlich ist zu dem, was er im dritten Teil der Maschinenwelt macht oder machen kann. Ja, so eine Art EMP. Irgendwie so, ja. Ja, das ist halt irgendwie. Na, hier macht er diesen nochmal, das kennen wir auch. Also es sind diverse dieser Sachen, die da nochmal auftauchen. Und auch dieser Zwischenschnitt auf, was auf dem Schiff passiert, dass wir beobachten, wie seine Vitalwerte runtergehen oder so, war auch Ja, so in Teil 1. genau. Da haben wir noch so einen schönen Schachboden. Das ist hier, glaube ich, auch in irgendeiner der anderen Szenen. Ich glaube, in diesem Das, alten Haus, wo sie da sind, ne? genau, in diesem alten Hotel oder was das darstellen soll. Auch wieder ja ein bisschen Alice im Wunderland, ne? Ja, auch. Also, ne, deswegen, das ist irgendwie so der Punkt, dass die Bildwelt sich schon spiegelt mit dem, was man so kennt. Und trotzdem ist es leicht anders. Ich meine, das, was er gerade gemacht hat, ist ja auch. Sehen wir auch gar nicht zum ersten Mal. Das war ja im Kampf mit Morpheus vorhin auch schon. Ja, genau. That happened. Ja, und das mit dem Merowinger, das ist jetzt ja hier so ein bisschen seicht eingestreut, aber das macht ja durchaus auch nochmal so ein ganz deutlich, wie verändert die Matrix ist, in der wir uns befinden. Weil wir ja in der letzten Matrix, von der ja irgendwie gesagt worden ist, dass es auch die fünfte oder sechste ist, offensichtlich der Merowinger nur seine Macht immer verstärkt hat und im Endeffekt dann an einem ganz neuralgischen Punkt ja auch viel Macht auf sich vereint hatte und da ja auch viel Kontrolle hatte. Und hier ist er offensichtlich degradiert zu einer fragwürdige Nebenfigur, die sozusagen nebenbei ein bisschen Kritik äußert. Aber auch sehr schön, wie das abgetan wird. Ne? Er präsentiert sich selber als Fortsetzung des Spin-offs und so weiter. Die anderen ignorieren ihn einfach und sagen, wir sollten gehen. Lassen wir das mal mit den Spin-offs und der Genau. Fortsetzung von Franchises. Das ist schon. Es ist schon gut gemacht. Hier haben wir tatsächlich dann nochmal, würde ich sagen, dieses goldene Licht, was vorher immer nur in der, ja, in der komischen Seelenansicht oder wie auch immer man sie nennen soll, auftaucht. Ach, bei mir ist der Film schon wieder eingefroren. Weiß nicht warum, aber manchmal hängt der Player einfach.
Und das ist eigentlich ganz spaßig, weil beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch mehrfach gesagt, dass es halt immer wieder so ein retardierendes Moment gibt, das einfach eingeschoben wird, wo man sagt, okay, jetzt müssen Sie eigentlich genau, was Sie machen müssen, und dann bauen wir halt noch irgendwas ein. Ne? Also Sie wissen, Sie sollen irgendwie den Schlüsselmacher finden, aber der Merowinger lässt Sie nicht. Und dann sagt der Merowinger, ja, ich helfe euch auch nicht, ihr müsst das und das machen, und dann muss erst noch Persephone. Also es wird immer wieder ein retardierendes Moment eingebaut. Im dritten Teil ist es, dass Sie eigentlich Neo aus dem komischen Zwischending da abholen wollen. Und wieder der Merowinger ist sozusagen das verzögernde Element. Und hier ist es ja auch so, dass im Grunde Neo weiß, was er machen will, und im Endeffekt ist er jetzt auch schon relativ nah dran. Und jetzt müssen sie irgendwas wieder einbauen als Hürde, und das ist jetzt offensichtlich der Analyst. Das fand ich hier interessant. Das war eine Variation, ne? Weil diese Szene, wo er da so stirbt quasi, und wo aber auch das Licht so aus ihm rauskommt, ist im Original ja dieses goldene Leuchten gewesen. Und hier wurde das so ein bisschen rötlich eingefärbt, ohne dass man jetzt annehmen muss, dass das, ne? Also das ist offensichtlich im Original nicht so gewesen. Warum macht man das hier denn? Das ist ein guter Screenshot. Das Bild, was er gerade automatisch gemacht hat, ist komplett widescreen. Das mal zur Analyse freigeben. Ostfriesische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund. Aber hier auch wieder eigentlich eine sehr schöne Verbildlichung dieses Konzeptes von Kontrolle, ne? Dass es jetzt gar nicht darum geht, okay, du steuerst jemanden oder du, ne, merzt ihn aus oder was weiß ich, sondern ihnen das Gefühl zu geben, sie könnten etwas entscheiden oder tun oder machen in ihrer Situation. Also die Hoffnung auch bewusst dalassen. Neo und Trinity nah beieinander halten, so dass sie immer damit beschäftigt sind, sozusagen dieses, wie würde man sagen, Longing im Englischen, aufrechtzuerhalten. Und dadurch haben sie auch einen Antrieb und machen etwas. In dem Fall die Maschinen mit Energie versorgen. Ja. Und ganz nebenbei eigentlich auch noch ein sehr, sehr gut gemachter Effekt, muss man mal sagen.
Also ich finde auch, so wie er sich da irgendwie schnell in dieser Szene bewegt, was ja auch nochmal dieses Nachziehen immer hat und dann gleichzeitig aber offensichtlich dieser Zeitlupeneffekt, der da parallel läuft, das. Weiß man wahrscheinlich so heutzutage, wenn man sich das anguckt und sich jetzt nicht auskennt mit Special Effects, gar nicht so richtig zu schätzen, weil es, also man sieht den Effekt natürlich, ne, aber er ist jetzt halt in eine Expositionsszene eingebaut und nicht in eine wilde Actionsequenz. Ja. Ich Ja, glaube, bei aber. Gora der Crew haben sie die Szene ja auch mal ein bisschen auseinandergenommen, ne? Glaub schon, War ja. relativ kritisch, glaube ich. Die fanden da ein paar Sachen nicht so gut, aber hatten sich auch gefragt, wie genau das gemacht wurde. Ja, weil es auch gar nicht so naheliegend ist, ne? Also im Endeffekt würdest du ja davon ausgehen, dass wenn die Figuren nicht computergeneriert sind, kannst du ja nicht so einen Zeitlupeneffekt machen, es sei denn, du nimmst mit sehr hoher Framerate das auf, was die machen. Und dann musst du ihn aber ja da noch reinkriegen. Und das stelle ich mir schon wieder ein bisschen herausfordernd vor. Ja, es sind verschiedene Variationen, glaube ich, die eingesetzt wurden in der Szene, je nachdem, was man da gerade sieht. Ja. Ja, also das Einfachste wäre jetzt halt noch, okay, eine Person ist halt reinkomponiert in den Shot. In der Regel die im Hintergrund, also die im Vordergrund zu sehen ist. Und die eine bewegt sich halt in Echtzeit und die andere nicht. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so simpel, haben sie, glaube ich, erzählt, ja, der eine Schauspieler bewegt sich einfach sehr langsam. Ja, also, Und in ne? Kombination mit anderen Sachen reicht das dann. Ich glaube halt auch, das ist irgendwie eine pfiffige Mischung, aber es fällt so als Effekt halt gar nicht auf. So, also ich hatte mich vorhin falsch erinnert. Offensichtlich waren sie nur auf der Suche nach Trinity in der Matrix, um ihr zu sagen, dass sie rauskommen kann, soll, muss. Ach so, ja, weil sie ja selbst entscheiden muss, ne? Genau, weil sie sich selbst entscheiden muss. Und das haben sie jetzt gemacht. Aber auch so ein bisschen, wie wir in Teil 2 und 3 schon festgestellt haben, es wird sich halt nicht groß damit aufgehalten, von Punkt A nach B zu kommen, ne? Die sind dann einfach plötzlich da. Das merkt man besonders, wenn wir hier so parallel drüber quatschen, dass wir, glaube ich, wenn wir ein bisschen wieder uns auf den Film konzentrieren, sehr irritiert sind, wieso die auf einmal schon da sind. Ja, naja, Weil es eben waren sie ist. noch in der Lagerhalle, haben da gekämpft. Schnitt, auf einmal sind wir bei Neo und Trinity in einer anderen Lagerhalle und der Analyst ist da. Wir sind kurz jetzt dann wieder draußen. Schnitt, jetzt sind wir plötzlich bei Santi. Und hier ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass so der Eindruck entsteht, dass es doch auch sozusagen ein Nachfolgesystem des Orakels gibt. Weil sie sozusagen diejenige ist, die das ja weiter trägt. Einerseits die Erinnerung an diese Sachen davor, andererseits weiß sie offensichtlich Dinge, weil sie ja auch Teil der Maschinenwelt ist. Und es wird so ein bisschen modelliert, was eigentlich auch das Orakel war, nämlich eine Schlüsselfigur zwischen der Maschinen- und der Menschenwelt, die offensichtlich so Daten aus dem Matrix-Statistiklabor irgendwie abnehmen konnte, um so Wahrscheinlichkeiten auszunutzen und gleichzeitig aber auch irgendwie eingegriffen hat, um dann zum Beispiel den Auserwählten so zu machen, bauen, beeinflussen, wie auch immer man das nennen will. Und schon wieder diese Verwunderung auf der Menschenseite, wie die sagt uns nicht einfach alles, was sie weiß. Ne? So von wegen, das ist doch unser Computer, die haben wir doch dafür da, dass sie uns alles erzählt. Und nein, die trifft auch eigene Entscheidungen. Und das ist ganz interessant auch zu sagen, ja, ich habe es dir nicht erzählt, weil dann hättest du ja eine Wahl treffen müssen. Ich habe das mal für dich übernommen, indem ich es dir nicht erzählt habe. Ja. Ja, insofern spannend, dass sie auch Entscheidungen treffen kann. Also offensichtlich kein Programm im engeren Sinn. Aber insofern halt auch wieder analog zum Orakel, das ja auch selber Entscheidungen getroffen hat, offensichtlich, und ja auch selber kommentiert hat, ob das immer so gute Entscheidungen gewesen sind. Grundsätzlich ja auch so ein Thema, ne? Also inwiefern Programm halt auf ewig darauf beschränkt ist, was es ist oder ob es halt auch sich weiterentwickeln kann.
würden wir wahrscheinlich bei unserem technologischen Stand, den wir heute haben, bei den meisten Programmen eher nicht so sehen. Aber wie heißt das große Stichwort? Der große Zeitpunkt, wenn KI sich selbstständig weiterentwickelt? Singularität. Singularität, genau. So, jetzt haben wir ein bisschen über die Exposition. Ach nee, stimmt nicht. Jetzt kommt erst die Exposition. Also das davor war die Exposition für die Exposition. Und jetzt kommt die Exposition dessen, was jetzt den Heist sozusagen ausmacht in dem Film. Der Ocean 11 Part Genau. des Films. Naja, das kann man nicht so sagen, weil bei Ocean 11 wird es ähnlich wie im zweiten Teil von Matrix ja meistens parallel auch schon gemacht, was dann gesagt wird, sodass man das Gefühl hat, dass es erklärt wird, während es passiert. Aber ist das hier nicht auch so? Ja, ein bisschen, ja, aber machen jetzt schon noch mal so ein bisschen Geplänkel vorweg. Ist quasi ein Mix. Aber es ist schon eine merkwürdige Entscheidung, diesen Part so drinnen zu haben. Ich meine, sie nehmen gewohnt auch sehr viele Abkürzungen quasi, um das gar nicht so sehr zum Thema zu machen, ne? Aber dann fragt man sich auch, ich glaube, das ist auch so eine Hauptkritik an dem Film an sich, wozu dann überhaupt? Ne? Also, wenn uns Sachen gezeigt werden, die im Grunde als Kritik zu verstehen sind, daran solche Sachen zu zeigen, warum muss man sich die Kritik dann nicht auch selber gefallen lassen? Also wenn hier der Meta-Kommentar ist, ja, ist doch alles bla bla blub, wir müssen da jetzt einfach irgendeinen Heist entwickeln, um da hinzukommen, und das wird jetzt innerhalb von 3 Minuten halt durchgeführt, ohne dass das sozusagen wirklich stark aufgebaut wird, dass man da mitfühlen kann. Ne? Wir sehen hier eine Aneinanderreihung an krassen Aktionen, aber normalerweise würde sich ein Film ja viel mehr Zeit nehmen, sowas zu inszenieren. Und hier passiert es halt einfach, während es quasi am Kaffeetisch parallel so ein bisschen erläutert wird. Und dann kannst du aber auch sagen, ja gut, aber warum, ne, also warum 10 Minuten des Films dann damit verbringen? Ja, na gut, die Frage kann man sich natürlich immer stellen, das stimmt. Wüsste ich übrigens, dass das offensichtlich ja jetzt eine kleine hexagonale Öffnung war. Das sah so ein bisschen aus wie der Luftschacht in Eine neue Hoffnung, in die die Protonentorpedos rein müssen. Weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt ist. Ja, stimmt, aber jetzt ist es genau so, dass sie immer sagt, was sie machen müssen und dann zeigen sie, dass sie es machen. Das ist die Story von Star Wars Rogue One. So ein bisschen, ja. Aber spannend ist halt hier, dass es tatsächlich dafür dann auch immer eine Erklärung gibt und nicht nur, ich weiß es, weil ich es wissen muss. Es ist meine Bestimmung, euch zu erzählen, was ihr machen müsst. Obwohl es natürlich implizit dieselbe Funktion hat. Also wenn es ihr Vater war, den haben wir ja im Film auch kennengelernt, dann hat er da ja auch sozusagen
seine Rolle mit Vorsatz bekommen oder eingenommen oder wie auch immer. Ich überlege gerade, er sagt ja in Teil 3 auch, was seine Aufgabe war in der Matrix. Mhm. Aber ich würde jetzt vermuten, dass das nicht ganz zu dem passt, was er hier angeblich getan hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, so konkret wird es nicht. Es ist ja nur, dass er und seine Frau wieder zurück in die Maschinenwelt müssen und sie wollen aber ihre Tochter in der Matrix behalten, damit sie quasi überleben kann, weil sie in der Maschinenwelt keine Aufgabe hätte. Mhm. Und deswegen machen sie ja einen Deal mit dem Merowinger und dann sind sie aber, also dann sollen sie wieder raus. Ich glaube nicht, dass da so ganz konkret gesagt wird, was sie dann außerhalb der Matrix machen, aber das okay, ich bezog mich jetzt nur darauf, als er sich vorstellt, wo er sagt, was quasi sein Beruf war und was seine Frau gemacht hat. Das sagt er nämlich, glaube ich, relativ konkret. Und das war jetzt, glaube ich, ja, stimmt, das sagt er relativ konkret. Sehr krasses. Im Grunde haben wir ja jetzt wieder so ein bisschen diese parallele Storystruktur, ne? Dass wir auf der einen Seite etwas haben, was in der Matrix getan werden muss, während gleichzeitig Zeitdruck quasi außerhalb der Matrix existiert. Ja. Ja, es ist wieder so ein Konstrukt, wo bestimmte Dinge irgendwie zeitgleich oder relativ nah beieinander stattfinden müssen und auch Leute parallel was machen. Der hübsche Chat. Der hübsche Chat ist bei uns sehr ruhig. Das stimmt allerdings. Wir sind auch so ein bisschen oszilliert. Wir hatten schon mal 5 Leute. Jetzt sind wir wieder bei 3 zumindest. Was hier so angezeigt wird. Man muss vielleicht feststellen, dass das Wetter zu gut ist. Es braucht schon etwas Dedication, dass man sich abends an einem sonnigen Sommertag vor einen Bildschirm setzt. Ich habe mich beim Wohnungsputzen extra beeilt, damit ich rechtzeitig hier bin. Ja. Was ja auch nochmal ein spannender Twist ist. Weil im Endeffekt hat er ja eigentlich so gut wie keine Entscheidung getroffen im letzten 3 Filmen. Also eigentlich alles beim Alten. Ja, zumindest war es immer etwas unklar. Entweder hat man gesagt, er hat sich ja schon entschieden. Oder man hat gesagt, er muss nur noch die Entscheidung verstehen. Wollen wir übrigens Wetten abschließen, ob Lena Wachowski gerne Motorrad fährt? Meinst du, dass das hiermit was zu tun hat? Ich glaube eher, dass das schon auch ein bisschen so ein Ding war von, was können wir aus den Filmen nochmal machen? Und das war ja nun durchaus ein relativ groß angelegter Stunt, dass dann auch Carrie on Moss da dieses Motorrad gefahren ist. Und dass man natürlich sagen kann, kann sie das nicht nochmal machen?
Aber man muss natürlich sagen, insbesondere zu dem letzten Film ist der hier sehr viel dialoglastiger. Also das ist, glaube ich, auch, wir haben bei dem letzten Jahr gesagt, dass es relativ viele Pausen gab, wo wir nichts sagen konnten, weil eigentlich nur Actionsequenzen ablaufen und die auch nicht so bedeutungsschwanger sind. Und hier würde ich behaupten, ist schon eben weniger Action und dann aber eben doch auch etwas ausladendere Dialoge. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht passiert einfach mehr oder die Abstände sind kürzer zwischen Action und Dialogen. Wir sind ungefähr bei 3/4 des Films. Und das, obwohl das ja eigentlich ja schon die finale Konfrontation ist, zumindest. Also dem schließt sich natürlich gleich noch eine Actionsequenz an, aber hier übrigens sehr blau-rot, ne? Ja. So, das ist jetzt so ein Everything is lost Moment. Genau. Alles im Hintern. Everything is lost, übrigens auch ein sehr schöner Film mit Robert Redford. Man guckt ihm 2 Stunden zu, alleine auf dem Boot, wie er es nicht fassen kann, dass sein Boot sinkt. Oh. So, das ist so dieser Boing. Cheering-Moment im Kino, ne? Ja. Ja, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Er ist halt schon ein bisschen sehr angelegt, aber gut, das kann man jetzt bei den Avengers Endgame-Cheering-Moment auch sagen. Der ist halt nur größer. Ausgeschlossen. Ja, und man muss natürlich sagen, das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch, weil überhaupt nicht klar ist, warum er sich dem widersetzen kann. Wenn er ein Programm der Matrix ist, dann kann er sich ja nicht der Matrix widersetzen, würde ich mal annehmen. Und dass er kein Mensch Ja. ist, das kann man schon nachvollziehen. Aber irgendwie, das ist schon so ein bisschen wieder so ein Deus Ex Machina-Moment. Ja, aber das ist doch schon lange etabliert, dass die Programme eben nicht an ihre Programmierung gebunden sind und daher potenziell ebenfalls Ah. die Fähigkeit haben, sich nicht den Gesetzen zu beugen. Nicht alle, aber warum sollte er hier in seiner Variante der Matrix einen Smith haben, der nicht in seiner Kontrolle ist? Offensichtlich wusste er ja, dass er da ist. Ist schon ein bisschen fishy. Also das ist zumindest einer der Punkte, wo ich nicht ganz nachvollziehen konnte, warum das nicht irgendwie zumindest erklärt wird. Ja, also erklärt wird es nicht, das ist richtig. Aber ich würde behaupten, es gibt verschiedenste Varianten, wie man das lesen kann, wie man sich das erklären kann. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen in diesem, wie nennen Sie es, Modul,
nicht Modul, Modal-Bereich. Ne, dass du die Sachen nachkreierst, aber die halt auch ein Eigenleben entwickeln können. Ja. Ja, möglicherweise. Möglicherweise konnten sie eben auch Smith nicht komplett entfernen. Deswegen haben sie ihn irgendwie eingebaut, dass er da eine Funktion hat und haben gehofft, dass er nicht ausbricht aus dieser Funktion, aber hat scheinbar nicht funktioniert. Ist ja auch fast schon wieder, ne, also wir waren ja vorhin so in dem Bereich, okay, Mensch, Maschine, Parallelen, ne, Maschinen, die gegen Maschinen kämpfen, wegen Knappheit und so ein Kram. Und hier haben wir ja auch so ein bisschen dieses, da stecken eine Menge Sachen drin, dieses Frankenstein-Thema auch. Mhm. In dem Fall, dass sozusagen der Schöpfer seine Schöpfung nicht kontrollieren kann. Ja. Ebenso wenig, wie sie Neo in den Griff kriegen, der immer wieder für Stunk sorgt. Können sie auch nicht einfach Smith nochmal einbauen und hoffen, dass er diesmal ordentlich funktioniert. Ja. Yeah. Und das macht es noch weniger logisch. So. Aber er hatte runde Brillengläser, falls es dir nicht aufgefallen ist. Aber das ist schon recht. Es hat so ein Deus Ex Machina-Moment, weil er, glaube ich, jetzt auch wieder keine Rolle weiterspielt, ne? Ne, genau. Sie haben ihn nur für diesen... um den Tag zu retten und dann ist genau. Er wieder weg. Aber ne, immer wieder kann man natürlich die Lesart anbringen, man sollte das alles nicht zu ernst nehmen. Hm. Ja, also ne, da muss man halt auch sagen, da habe ich dann auch den Eindruck, dass sie es bewusst sabotieren, dass man nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Ich möchte auch anmerken, dass er der Chef der Firma Deus Machina ist. Ja. Ich sage ja nicht, dass es nicht angeteased worden ist von vornherein. Und da fand ich es eigentlich jetzt ganz spannend, dass man im Ende bei diesen Gruppenaufnahmen sozusagen gar nicht die Gesichter erkannt hat und erst als sie näher kommen, erkennt man sie. Ich hätte es, glaube ich, noch pfiffiger gefunden, wenn man gar nicht die Gesichter hätte erkennen können von den Angreifern. Weil jetzt von der Menschenmasse draußen? Ja, genau. Aber das waren ja jetzt keine konkreten Gesichter, oder? Na, man konnte schon konkreten, also jetzt in den näheren Aufnahmen konnte man schon Gesichter erkennen. Das ist ja, die Idee ist ja, dass die alle fremd kontrolliert werden sozusagen durch dieses Bot-System und sich da jetzt ja auch aus den Fenstern stürzen und so. Nee, ich meinte Gesichter von Charakteren, die wir kennen. Nein, ich meinte die Gesichter von denen, die wir nicht kennen. Okay. So, das macht er jetzt 20 Mal. Aber lustig, dass sich das anschließt an die Smith-Szene, wo ein bisschen den Gag mit ich war immer jeder und so, mhm. Ne? Wo wir in Teil 2 die vielen Smiths hatten. Ja, genau. Und jetzt schließt sich direkt eine Szene an, wo wir quasi diese, okay, eben hast du noch gesagt, wir haben eben die Gesichter gesehen, aber eine gesichtslose Masse quasi, die diesmal halt nicht alle Hugo Weaving sind, aber... Ja, also ich habe schon den Eindruck, sie bemühen sich, das so zu zeigen, dass man eigentlich keine Gesichter sehen kann, aber dann auch wieder an vielen Stellen nicht so richtig. Hätte das als... Einzeln einfach, um diese Metamorphose darzustellen. Ja. Aber ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, sie hätten sich bewusst dafür entschieden, das nicht zu zeigen. Ich meine, es wird ja auch offenkundig gezeigt, dass es nicht so ist, dass die Leute da alle so ein bisschen wie Statisten nur Schauspieler und die ganze Zeit Böses im Sinn haben, sondern dass die schon so eine Art Switch-Moment haben. Ja.
Ja, also die werden bewusst hier übernommen. Jetzt kleiner Gastauftritt von Jennifer Tilly. Eine der Hauptrollen in dem ersten Spielfilm von den Wachowskis, Bond, gefesselt. Das ist schon eine wahnsinnig gute Idee. Aber ich fand es immer faszinierend, wie wenig Kontrolle die Maschinen über die Matrix haben. Na, also sie bekämpfen ja sozusagen die Menschen immer nur indirekt, indem sie halt Programme, die halt Menschen darstellen, auf sie hetzen. Ganz selten machen sie mal so kleine Tricks, dass plötzlich ein Durchgang zugemauert ist oder sowas. Aber man sollte doch meinen, warum sprengen die nicht einfach den gesamten Häuserblock in die Luft und aus die Maus? Ja, das könnten sie wahrscheinlich machen, aber dann wäre zumindest in der letzten Matrix dann die Frage gewesen, ob nicht zu viele Leute Zweifel ziehen, dass das in eine reale Welt ist. Also, die Frage ist wahrscheinlich immer. Gasexplosion. Ein scheiß Autounfall, Mann, wie Cypher sagt. Wobei das schon interessant ist, weil das ja tatsächlich in Teil 1 auch immer so geframed wird, ne? Also, wenn so über Morpheus die Rede ist, ne, wird er halt als Terrorist dargestellt. Ja, genau. Also man hat das ja schon so ein bisschen ins Narrativ inkorporiert. Na, und hier wurde ja durchaus auch ein bisschen kritisiert, dass da dann doch irgendwie relativ viel gemordet wird. Und man bei den, also bei den menschlichen Bomben, da sieht man ja noch, dass die dann so ein bisschen im Matrix-Code aufgehen. Also das, was dann da gezeigt wird, ist nicht ganz physikalisch korrekt. Aber hier sieht man ja tatsächlich auch irgendwie, dass Blut ist und so. Also es. Ich dachte, du wolltest jetzt kritisieren, dass keiner stirbt. Also zumindest von unseren Charakteren halt. Von den Protagonisten nicht, nee. Aber ich würde ja auch sagen, dass das schon gezielt Teil der Inszenierung ist, dass eben doch auch Blut fließt. Aber ich finde das schon sehr bewusst. Das ist sehr auffällig, gerade weil du darauf hingewiesen hast. Also vereinzelt sieht man Gesichter, aber wie oft man Gesichter eben nicht Ja, sieht. genau. Also es wird schon, ich würde schon behaupten, dass die Intention war, dass man die nicht erkennt. Einfach nur, um auch so ein bisschen eine Differenz aufzumachen zwischen diesen Bots, die da halt fremdgesteuert sind, und den Menschen in der Matrix, von denen wir jetzt natürlich sagen würden, dass sie ja eher Opfer sind und nicht. Deswegen, ne, also auch die Kritik, es wird viel gemordet. Der Film macht es halt deutlich, nee, das sind ja gar keine Menschen, die in der Matrix gefangen sind, das sind halt Bots. So. Hier Wenig nochmal Singleplayer. ein kleiner Matrix Rückblick auf 1. Matrix 1, ja. Ist halt schwierig, wenn man den Hubschrauber als Gegner hat und nicht drin sitzt. Aber auch wieder die Shots, ne? Dieses von unten in Zeitlupe, wie Hülsen runterfallen. Ja, also ich würde halt sagen, ne, sie halten sich schon in das interne Stilbuch, dass das immer noch sehr gritty und wiedererkennbar ist.
Aber das geht nicht. Ich habe ja vorhin kurz so von Traumlogik geredet. Das ist ja tatsächlich hier auch so ein Story-Ding für Trinity, ne? Das hat es ja vorhin schon mal angedeutet, dass sie einen wiederkehrenden Traum hat, was sie ja gleich auch nochmal auflösen wird. Also Träumen wird hier auch. Oh, eine USA-Flagge im Hintergrund. Wie Also Träumen subtil. wird hier auch eine gewisse Bedeutung beigemessen. Sowohl Ja. als Erinnerung an ein früheres Leben, wenn man so will, Ja. als auch ne, so eine Art transzendentes Wissen auch über die Zukunft. Ja, und jetzt haben wir wieder das Erleuchtete. Sonne ist das Erleuchten. Alle wissen Bescheid. Immer wenn das Wichtige passiert, enden die Prophezeiungen und die Träume. Es ist einfach sehr unvollständig. Macht ja die Magie aus, den Rest kann man selber bestimmen. Auch dieses Sprungbild, ne, was wir ja auch schon zweifach in dem Film hatten, und jetzt quasi nochmal mit einer Variation. Ja, genau. Also auch so ein bisschen ja das Muster, dass immer wenn er es alleine versucht hat, hat es nicht funktioniert. Jetzt ja auch der interessante Twist, ne? Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt gemeinsam fliegen können, sondern er scheint zu fallen und sie ist dann plötzlich Ja. diejenige. Sherlock. Wobei ich sagen muss, das fand ich auch wieder etwas irritierend, weil die Logik, wie er vorher geflogen ist, ist ja immer gewesen, dass er sich sozusagen irgendwie vom Boden abgestoßen hat. Ja, Und gut. ich hatte schon das Gefühl, dass man versucht hat, irgendwie physikalisch zu rechtfertigen, dass er da so fliegen kann, wie er da geflogen ist. Und dass sie jetzt einfach im Fallen, ohne irgendein anderes Momentum zu haben, dann auf einmal fliegt, fand ich ein bisschen. Naja, Weiß ich nicht. Das nicht ganz muss ja so nicht pfiffig. exakt gleich funktionieren. Nein, aber man hat natürlich eine ganz andere. Also er hat es ja vorhin auch noch mal versucht und es sah ja auch genauso aus, wie das, was normalerweise gemacht hätte. Ja, ist halt so ein Detail, wo ich mir denke, okay, ein bisschen unnötig an. Ja, aber es ist auch ein bisschen, also es ist dieser There is no Spoon-Moment, ne? Also einfach so ohne Risiko oder so, da ist dein Willen nicht groß genug, es sozusagen zu schaffen. Aber das ist ja fast so ein bisschen wie wenn Vögel aus dem Nest, naja, gut, auf werden sie gestoßen. Aber, ne, wenn du es nicht kannst, wenn es um dein Leben geht, dann kannst du es halt auch nicht. Bei Größer mir. kann das Risiko ja nicht werden. Hier haben wir eigentlich wieder so eine Beleuchtungsstimmung, wie sie so am Ende des dritten Teils angedeutet wird, als die Sonne so aufgeht, ne? Interessanterweise war die aber am Anfang, wenn wir das allererste Mal beim Analysten sind, auch so. Auch schon, ja. Also man hat das Gefühl, dass dieser Sonnenaufgang, der da einmal designt wurde, regelmäßig zur Anwendung kommt. Ist ja auch gut. Was schnipsen die denn jetzt die ganze Zeit?
auch interessant, was er eigentlich für so ein misogynes Arschloch ist. Das hat er ja vorhin schon angedeutet, so Frauen kontrollieren und so. Ja. Auch, dass es Suits sagen und nicht Anzüge. Ja. Naja, ich glaube, nachdem alle die Serie Suits gesehen haben, ist jetzt mehr oder weniger nachvollziehbar, was das gemeint ist. Funktionieren Anglizismen so? Sobald man weiß, dass genügend Leute das englische Wort kennen, benutzt man das Deutsche einfach nicht mehr? Ja, ich glaube, so ist aus Krieg der Sterne wieder Star Wars geworden in Episode 1. Ja, besonders lustig ist ja, dass das Neil Patrick Harris spielt, der ja so nun sozusagen so eine misogyne Position sehr diametral gegenüberstehen würde, nehme ich an. Und gleichzeitig aber auch diese Rolle wiederum ein bisschen in How I Met Your Mother verkörpert hat. Ne? Ja, nicht das so auch. In diesem, also war zumindest nicht so negativ konnotiert. In das der stimmt. Serie. Von daher gutes Casting hier. Ja. Und dann ist er auch vorbei schon. Nach nur 2 Stunden 16. Ich bin irritiert. War im Kino derselbe Song im Abspann? Ja, hätte gesagt schon. Mir war so, als wenn da also auch von wer auch immer hier die Sängerin ist, performt war, aber dass das eher so eine Jazz-Variante war davon. Oder zumindest irgendwie so eine sehr analog klingende. So, ja. Naja, so. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da noch was anderes, aber ich hätte jetzt gesagt. Na, vielleicht, also höchstwahrscheinlich irre ich mich. Ich hatte das nur irgendwie abgespeichert, dass ich das sehr lame fand, dass es so eine softe Variante von dem Song ist. Aber hier gerade klingt es ganz gut, egal. Ja. Naja, ich glaube, sie wollten halt so ein bisschen das Ende wieder referenzieren vom ersten. Aber dann auch wieder nicht ganz so haben, wie es da war. Ja, so wie der gesamte Film, ne? Also ja, ja, genau. Die Referenzen sind da, aber halt immer leicht variiert. Leicht variiert. Ja. Also ich gerade. Finde ihn immer noch sehr unterhaltsam. Also unabhängig davon, ob man jetzt die ganzen Interpretationen mitgeht oder ob man sagt, der ist jetzt nicht so tiefgründig oder so symbolbeladen oder was auch immer wie der anderen. Und er geht sich halt schon in viel in dieser Referenzialität. Da würde ich halt sagen, ja, aber macht trotzdem Spaß. So, und ja, das ist halt auch die Frage, die ich mir zwischendurch gestellt habe, ob das nicht im Grunde eine Wiederholung der Wiederholung die ganze Zeit ist, ne? Also, dass das quasi so ein One-Trick-Pony ist. Guck mal, wie viel wir die anderen Teile referenzieren. Oder ob da jeweils auch eine eigene Aussage drin steckt. Oder, ne? Also, ob es nicht einfach, ob es immer wieder dieselbe Aussage ist. Oder immer wieder dieselbe Menge an Lesarten, die da drin stecken. Aber ich glaube, wir haben ja durchaus jetzt, während wir das kommentiert haben, immer wieder so ein paar neue Aspekte aus diesen Referenzen herausgezogen. Ja. Also ich würde halt auch würde schon auch denken, dass das immer noch mal so einen leicht anderen Touch oder so eine andere Idee oder wie auch immer zumindest angedeutet ist.
Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man so stark, also man merkt schon, die Bezüge sind vor allen Dingen zu Teil 1 sehr stark da, ne? Also Teil 2 und 3 ein bisschen weniger eher. Ja, und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das durchaus damit sozusagen damit vorbereitet wird, dass man jetzt noch mal auch weiter was anhängen könnte. Auch wenn das natürlich jetzt unwahrscheinlich ist, dass das passiert auf der anderen Seite. Man weiß das ja nicht. Es kann ja auch noch eine Spin-off-Serie für HBO Max werden. Es muss ja nicht ein Film werden. Aber Rund um den Merowinger. ja, zum Beispiel. Aber dass sie sich halt jetzt doch noch mal ein Türchen dann auch aufmachen wollten für den Fall, dass sie noch mal um die Ecke kommen. Der hätte ja jetzt auch erfolgreich sein können wie blöde und dann wäre ja auf jeden Fall klar gewesen, dass es auch noch ein Sequel gibt. So sieht's halt jetzt nicht aus, aber Es ist irgendwie so eine, ne, also das haben wir ja die ganze Zeit, dieses komische Spannungsverhältnis zwischen wir kritisieren Sequels oder Fortsetzungen oder den Umgang mit einer originären Geschichte. Und wir machen aber auch eine gleichzeitig. Genau. Ein Ja, es bisschen, ist. und auch so wie die Leute mit dem Film umgehen, ne, was sie kritisieren oder eben nicht kritisieren. Das erinnert mich auch ein bisschen an Star Wars Episode 7, ne, wo es ja sozusagen noch ein bisschen flacher war, wo es halt on the nose halt alte Star Wars Sachen einfach wiederholt. Ja, und hier haben wir einen Film, wo das vor allen Dingen im ersten Drittel halt sehr viel kritisiert wird. Und dann nach hinten raus dann doch irgendwie so eine eigene kleine Geschichte entwickelt. Bis hin Ja, und zum. tatsächlich ja auch nochmal ein Stück weit neu interpretiert, was eigentlich davor passiert ist. Ne? Also es gab ja, hatte glaube ich auch jemand im Seminar angedeutet, es gab ja auch immer Interpretationen, wo man gesagt hat, naja, was, wenn Neo gar nicht der Auserwählte war, sondern zum Beispiel Smith oder eben auch Trinity. Ne? Also im Endeffekt liegen dann am Ende sehr viele Dinge sehr nah beieinander, dass man auch überlegen kann, ob das alles so eindeutig war, wie es war. Und hier wird jetzt sozusagen noch mal eine weitere Dimension aufgemacht, in der man sagt, na ja, was, wenn sie quasi nur das zusammen, auch so ein bisschen ja schon implizit in dem ersten, in dem zweiten und dritten Teil irgendwie noch mal behandelt wird, das ist ja auch irgendwie der Aufhänger, dass sie bis fast zum Schluss das nur zusammen machen, wobei halt immer nicht so richtig klar ist, warum sie das zusammen machen müssen. Aber sie sagen sich ja immer wieder gegenseitig, dass sie jetzt auf jeden Fall das auf jeden Fall zusammen machen. Also, ne, es ist Weiß halt. ich nicht, aber ich meine, Neo, die sind ja auch oft genug voneinander getrennt und Neo hat trotzdem seine Kräfte und auch wenn sie nachher tot ist, kann er trotzdem weitermachen und kann sehen, obwohl er geblendet ist. Weiß ich nicht, ob Ja, das. gut, aber sie wären, er wäre halt da nie an diesen Punkt gekommen, wahrscheinlich, wenn. Sie hat ihn ja befreit aus der Zwischenwelt, wenn du so willst. Also, es ist schon so ein dialektisches Verhältnis, das da konzipiert wird. Ja, auch im ersten Teil, wo sie er sozusagen von ihr gerettet wird und im zweiten, wo sie dann sagt, jetzt sind wir quitt, weil du mich auch gerettet hast. Also, es ist schon so eine Dialektik, die aufgemacht wird und die hier jetzt natürlich so ein bisschen auf den Höhepunkt getrieben wird, wenn man sagt, ah, eigentlich ist die wahre Kraft nur in dem Zusammen. Und das hat natürlich, da steckt so ein bisschen so eine sehr idealistische Idee dahinter. Aber ja, hat auch irgendwas. Also gerade so wenn man argumentieren möchte, dass Kunst auch immer Reaktion auf die Zeit ist, dann kann man ja sagen, dass gerade das so ein bisschen abhanden gekommen ist in der Gegenwart, dass man das alles sehr individualistisch ist und sehr wenig gemeinschaftlich. Und obwohl wir uns alle in Communities bewegen, sind wir eigentlich nicht so richtig Community. Und das wird hier halt Außer natürlich auf Twitch. ja, außer natürlich auf Ja, Twitch. und ich meine, das kannst du auf vielen Ebenen lesen. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, dass das ein Kommentar auf. Also ich weiß ja nicht, das Drehbuch geschrieben wurde, aber es passt halt auch gut in die Covid-Zeit.
Ja, das stimmt auch. Woher viele darüber klagen, okay, es fällt uns schwerer, mit anderen Menschen zu connecten. Wir haben das nur über so eine digitale Brücke quasi, aber die ersetzt quasi nicht den vermeintlichen Real Deal. Es gibt auch ein sehr schönes Interview mit einem der Drehbuchautoren. Der eine ist ja der von Cloud Atlas und der andere ist wohl auch ein Professor, der lehrt, aber eben auch relativ erfolgreicher Romanautor. Und die haben sich da irgendwie so zusammengefunden, ja auch schon für die vorherigen Projekte. Und sind dann halt auch da zusammen an der Geschichte. Haben daran gearbeitet. Und das Interview ist ganz spannend, weil der halt nochmal so ein bisschen auch den Rahmen herstellt und sagt, wo oder teilweise, wie sie auch auf Sachen gekommen sind. Nicht so ganz konkret, aber das war nochmal lesenswert. Der hat auch nochmal klargemacht, dass tatsächlich wenig Einfluss auf die Geschichte seitens der Produzenten quasi gemacht wurde, sondern ging immer so ein bisschen über Lana Wachowski, die hat quasi die Kommunikation nach außen gemacht und intern haben die halt dieses Schreibteam gehabt, die dann halt da an der Geschichte gearbeitet haben. Und das wurde natürlich auch nochmal geändert dann während des Drehs und so. Also das war auch nicht in Stein gemeißelt, aber klang ganz, ganz interessant, wie die da auf die Geschichte gekommen sind und welche Bausteine teilweise wie begründet sind. Ah ja, Liebe ist die Genesis von allem. Ja. Ja, und ich meine, das ist vielleicht jetzt eher nachgeordnetes relevant, aber ich finde das ja schon faszinierend, dass so ein Film dann auch nochmal in Deutschland so stark produziert werden konnte. Ich meine, das haben sie mit anderen Filmen ja auch schon gemacht, aber es ist ja nun tatsächlich nicht so, dass Hollywood sehr regelmäßig zu Gast ist. Und ich glaube auch von den Marvel-Filmen, das waren ja auch nur ein paar, die so Anteile zumindest hier gemacht haben, weil sie offensichtlich die gesamte Produktionskapazität überall auf der Welt ausgelastet haben mit diesen Marvel-Filmen. Aber die alte Matrix-Trilogie, da ist nichts in Deutschland. Nee, nee, nee. Also ich glaube, der erste, der ist ja, weiß ich gar nicht, wo der gedreht worden ist. Toronto war es, Sydney, glaube ich. oder? Nee, das waren der zweite und der dritte. Die sind in Australien gemacht worden. Und das ist hier natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo man sagen könnte, die Szene braucht's überhaupt nicht. Das haben die, glaube ich, nur eingebaut, weil es erwartbar ja eine Idee geben könnte von Leuten im Kino. Bei Marvel-Filmen gibt es auch mal eine Post-Credit-Szene. Das muss es doch hier auch eine geben. Also ich glaube, dass das schon nochmal sehr gezielt ein Kommentar von denen auf diese ganzen Sequel-Logiken ist. Aber nett gemacht. Ja, nee, genau. Nee, dann kam sie wahrscheinlich wirklich erst über Cloud Atlas, glaube ich, auch schon in Deutschland gedreht, ne? Cloud Atlas war ein Teil und ich glaube, V wie Vendetta habe ich, glaube ich, mal gelesen gehabt, war auch in Teilen. Okay, ja. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Auf jeden Das Fall kann hier dieser Speed Racer, da haben sie, glaube ich, auch viel in Babelsberg gemacht. Okay, Speed Racer hätte ich gar nicht gedacht, dass da überhaupt irgendwelche realen Kulissen zum Einsatz kamen. Ja, ich nehme an, das war auch nicht so viel, deswegen konnte man das überall machen, aber Ich ich habe Speed glaube. Racer bis heute nicht gesehen. Ich hatte aber neulich mal ein Video-Essay gesehen, in dem der kam ja generell nicht gut weg bei den meisten Kritikern. Aber das Video-Essay hatte sich dafür stark gemacht, dass der nicht zu unterschätzen ist, was der so in Sachen Editing und Szenenübergängen und so weiter schafft. Ja, also ich habe auch, weiß gar nicht, ob das auch ein Essay war oder nur irgendwie so ein Top irgendwas, wo das auch aufgepoppt ist. Aber da wurde zumindest auch gesagt, dass der halt wirklich viel Aufwand investiert in die Inszenierung, damit die sehr nah am Original ist. Also diese Anime-Ästhetik, die da halt auch spezifisch für dieses Anime ist, die haben sie halt schon versucht, im Film auch nochmal einzufangen. Und es gibt halt auch, also ich habe den mal irgendwann gesehen, so ein bisschen her, dass es gibt halt viele diese klassischen Anime-Szenen, wo die Leute irgendwie so in Action sind, aber dann so innere Monologe führen und du denkst, es ist irgendwie so die Zeit angehalten und die gehen so intern irgendwelche Sachen durch, so wie bei Mila Superstar, daran hat mich das auch immer erinnert.
wo du dann irgendwie so einen Aufschlag ewig lange sich hinzieht, weil die währenddessen intern noch einen Monolog führt, was das jetzt alles bedeutet, dass sie diesen Ball abschlägt und so. Und so ist das halt auch gemacht. Und wenn man das unter der Perspektive sieht, dann ist das schon stilistisch bedeutsam, würde ich sagen. Also kann man trotzdem die Story ein bisschen platt finden oder so, aber gut, die haben sie sich ja jetzt auch nicht originär ausgedacht. Die ist ja nun mal so in dem Anime-Manga. Ich weiß gar nicht, ob es eine Manga-Vorlage gibt. Aber wahrscheinlich kommt die ja daher. Da kann man ja dann auch so wahnsinnig viel nicht. Ja, und Anime-Plots sind ja für westliche Gemüter häufig auch ein bisschen platt oder Genau, also bisschen ich glaube, drüber. das ist, glaube ich, da ist wirklich die Idee gewesen, relativ nah an der Vorlage was zu machen. So ähnlich, glaube ich, tatsächlich wie bei VW Vendetta auch. Da haben sie ja nicht Regie geführt, aber da merkt man ja schon ein bisschen diese Liebe zum Comicbuch, dass da teilweise Einstellungen und so eben wirklich direkt übernommen sind und man auch das Gefühl hat, dass zumindest der Look da sehr gut getroffen ist. Also von daher, ja, ist der sicherlich aus anderen Gründen vielleicht nicht für jedermann, aber ich glaube auch nicht unbedeutend. Im Ja. Gegensatz zu dem letzten, den sie gemacht haben. Das war ja in jederlei Hinsicht, finde ich, nicht so sehenswert. Ich hätte jetzt nur noch Sense8 im Kopf gehabt. Was Nee, kam noch hier dazwischen? Jupiter Ascending war doch Oh. noch. Okay, ich sage, oh, ich habe den nicht gesehen, aber Ach so, du hast ihn nicht gesehen. ich hab natürlich viel mitbekommen um diesen Film. Ja, nö, also den kann man schon gucken, aber der ist irgendwie, weiß ich nicht. Der ist halt wirklich, da würde ich sagen, das ist Popcorn-Kino. Da ist wirklich nicht viel dran, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil Mila Kunis, finde ich, durchaus es verdient hätte, auch mal so eine Rolle irgendwie, die dann gut funktioniert, zu spielen. Die wird ja, glaube ich, auch so ein Stück weit auf den Leib geschneidert. Also ich habe letztens Interviews von 2018, glaube ich, mit, wie heißt der, Howard Benedict, dieser Interviewer, dieser bekannte Radio-Interviewer, Howard Stern. Stern. Und da wird ja halt nochmal so ein bisschen rekonstruiert, wie sie eigentlich nach Amerika gekommen ist, dass sie irgendwie mit 7 Jahren aus Russland geflüchtet sind, weil es russische Juden waren. Und kurz nach der, also muss ja so um die 90er gewesen sein, in der Nachwehen der Auflösung der Sowjetunion, da haben die halt entschieden, dass sie ihre relativ guten Jobs und Stellung in der Gesellschaft aufgeben und lieber nach Amerika gehen wollen. Und sie konnte dann ja mit 7 auch gar kein Englisch und so. Und das war eine relativ arme Familie. Und es war ein ganz spannendes Interview. Die hat ja dann auch relativ früh irgendwie Rollen gespielt und relativ viel Geld auch verdient. Ihre Eltern haben zum Beispiel nie ihr Geld angefasst. Also die haben nie was von ihr genommen. Und auch wohl heute ist das noch so, wenn sie ihnen was Gutes tun will, dass sie beleidigt sind, wenn sie das anbietet nur. Also das fand ich total spannend, aber da kommt halt so ein bisschen diese Geschichte zum Tragen, die dann in Jupiter Ascending, da spielt sie ja auch einen Charakter, der so in so einer Familie eher unteren Status repräsentiert und dann kommt Channing Tatum und erzählt ihr, dass er irgendwie eine Prinzessin ist. Und also es ist da, glaube ich, schon analog so ein bisschen die Rolle entwickelt worden. Von daher hätte ich mir gewünscht für sie, dass das besser funktioniert, aber der Film ist trotzdem nicht so geil. Gut. Fällt uns noch irgendwas spontan zu Matrix 4 ein? Wir haben ja schon im Abspann so ein bisschen peinliches Schweigen. Weil es halt nach wie vor, finde ich, ist schwer, den ganzen Film so zu fassen. Außer, ne, also ist immer wieder zu wiederholen, dass der natürlich diese Referenzialität sehr stark hat. Dass Ja. der Kommentar auf die alten Filme darstellt. Bisschen losgelöst halt auch von der Geschichte der Trilogie im Grunde ist, ne? Quasi nochmal eine kleine Bonus-Episode, könnte man so nennen, ne? Wenn man so will, ja. Ja, man kann vielleicht sagen, also wenn er ein Manko oder eine Schwäche hat, dann ist er, dass er, glaube ich, tatsächlich losgelöst von den anderen Filmen nicht funktioniert. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man die anderen drei Filme nicht gesehen hat. Weil dann hast du ja auch diese Referenzialität, kannst du überhaupt nicht nachvollziehen. Also kannst vielleicht irgendwie so den Vibe mitkriegen, dass es auf irgendwas verweisen soll. Aber wenn du es nur durch die Bilder, die der Film jetzt macht, irgendwie dargeboten kriegst und du dann die Szenen aber gar nicht dazu parat wirst, auf die das verweist, dann glaube ich, funktioniert der Film gar nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der nicht so erfolgreich war. Weil der gar kein neues Publikum erreichen
konnte, weil die Leute, die nichts mit Matrix anfangen können, beziehungsweise die vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen haben und nur so ein idealisiertes Bild im Hinterkopf noch haben, was das mal gewesen ist und vielleicht sich erinnern können, dass ihnen der erste gut gefallen hat. Ich glaube, für die Leute ist das tatsächlich, ist das nicht so viel. Das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, vielleicht muss man mehr präsent haben, was die eigentlich gemacht haben, die Filme, um zu verstehen, was der jetzt hier damit macht. Vielleicht auch nochmal eine Lesart, die mir gerade in den Sinn kommt. Es ist ja ein bisschen auch so ein nachgeschobenes Happy End für diese beiden Charaktere, die ja sich, ne, wir haben ja schon öfter darüber geredet, so okay, Neo im Grunde macht nur das, was seine Rolle als Auserwählte ihm vorschreibt, ne, hat eigentlich gar keinen eigenen Willen, er erfüllt einfach nur den Plan. Ja. Und letzten Endes endet die Trilogie ja mit der großen Opferung. Sowohl Trinity als auch Neo sterben für die größere Sache und dann sind theoretisch alle anderen happy, aber die beiden halt nicht unbedingt. Und jetzt im vierten Teil wird das ja quasi nochmal ein bisschen umgedreht. Wir hatten ja über dieses Absurde gesprochen, dass es eigentlich gar keine Motivation gibt, für irgendwen Neo zu helfen. Und wie das hier Jada Pinkett Smith halt auch ausführt, ja, nur weil du Trinity jetzt retten willst, um deinetwillen und ihretwillen, gefährdest du hier alle anderen, oder was? Was soll das? Ja, und in diesem Film sozusagen, das wird ja auch gar nicht weiter legitimiert am Ende. Es wird halt gesagt, nee, diesmal opfern sich nicht unsere beiden sympathischen Helden für die Menschheit. Diesmal gönnen wir den beiden mal ihr Happy Together. Ja, man kann schon sagen, dass das nochmal komplett gewendet wird sozusagen. Vorher war es immer die große Welterklärung und die Existenzberechtigung für alles war diese Prophezeiung bis zu einem gewissen Punkt. Und dann haben wir aber beim letzten Mal ja auch ein bisschen diskutiert, ob man nicht sogar argumentieren müsste, dass die Prophezeiung letzten Endes natürlich doch in Kraft tritt, so wie sie geplant, also nicht ganz so wie sie geplant wird, aber in einer ähnlichen Form. Und hier gibt es das halt alles nicht. Es gibt keinen Rahmen, der das irgendwie erklärt oder fordert. Es gibt eigentlich auch keine große, also es gibt ja keinen Krieg, also es gibt keine große Auseinandersetzung, die irgendwie befriedet werden muss, sondern es geht halt tatsächlich nur um die individuellen Bedürfnisse von im engeren Sinn zwei Personen, die happens to be relevant to this specific world. Also die halt in dieser Welt irgendwie eine Funktion innehaben, die scheinbar sehr zentral ist, die ja aber auch so ein bisschen magisch ist. Also, ne, das ist ja irgendwie eine eigenartige Dummheit der Maschinen, ihre neue Matrix, um die beiden Personen drum zu bauen, die eigentlich die letzte gestört haben. Man könnte auf die Idee kommen, dass das keine gute Idee ist, aber gut. Offensichtlich hat der Typ sie ja da bequatscht und alle haben gesagt, ja super, machen wir so. Ich meine, man muss sich dieser Aussage ja nicht anschließen, um sie zu sehen in diesen Filmen. Ja. Ne? Aber ich finde das ganz, ganz spannend, was du auch gerade meintest. Es gibt keine große Prophezeiung, es gibt keine Quelle, die dir die Regeln der Welt vorgibt. Ne? Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen im biblischen Bereich. Ne? Irgendwas Altes, irgendwas Übermächtiges, was dir sagt, hier, das muss geschehen, das ist wichtig, zum Wohle aller oder so. Und wenn du natürlich, das kann man auch wieder auf Teil 1 beziehen, ne? Du bist in einer kontrollierten Welt, die nach gewissen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Aber wenn du diese Welt verlässt, was ist dann deine Richtschnur? Ne? Also woran orientierst du dich denn, wenn die Welt weg ist, wie du sie kennst, wenn es keine Regeln mehr gibt? Was machst du dann? Ja. Und hier ist sozusagen dann vielleicht ein bisschen banaler Schritt oder vielleicht auch konsequenter Schritt zu sagen, ja, dann sind es, wie du es gerade auch gesagt hast, die individuellen Bedürfnisse einfach. Ne? Die Sehnsucht zum anderen Menschen zum Beispiel, ne? Die Liebe, wenn man es jetzt auf das Wort so kulminieren lassen möchte. Ja, genau. Also das, man könnte vielleicht sagen, dass es dem nochmal eine Facette hinzufügt, was in den ersten drei Filmen gemacht ist. Da ging es halt immer um sozusagen das Bedürfnis der vielen und eben diesen Konflikt, der irgendwie aufgelöst werden sollte. Und das ist ja auch passiert. Dann ist natürlich die Frage, was macht man eigentlich dann danach mit allen
Bauteilen. Und die Idee, also die Lösung des dritten Teils war ja im Grunde, naja, MacGuffin, ne, alles verschwindet sozusagen und übrig bleiben irgendwie die Menschen. Und Neo ist ja dann weg und Trinity ist dann weg und naja, Morpheus ist noch da, aber offensichtlich ist der kein Relikt. Oder doch? Zumindest wenn man hier sieht, ist er ja nur noch abgebildet. Also da ist es irgendwie gelöst worden, das Gesamtproblem, und hier wird es halt nochmal aufgedröselt und gemacht, was wäre, wenn das nicht einfach so gelöst wäre. Das Steckt ja schon am Anfang von Teil 2 drin. Was machen wir, wenn wir uns erfolgreich alle befreit haben? Orgie. Ja, stimmt, genau. Das war ja auch immer so ein bisschen eine der Motivationen, dass man sagt, was macht uns eigentlich als Menschen aus? Und insofern, also dieser Grundtenor, den sehe ich hier schon auch noch, aber der halt auch noch auf einer etwas kritischeren Perspektive, weil eben kulturpessimistisch, könnte man eben sagen, oder zumindest kritisch. Auch medienkritisch und so weiter, alles, was heute so also durchaus Diskussionsbedarf auslöst. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie, also das, was ja viele kritisiert haben und was wir jetzt ja auch schon angedeutet haben, ist, dass es innerhalb auch des Drehbuchs nicht logisch erscheint, dass da so viele Leute das auch noch unterstützen oder einfach fein damit sind, auf das Bedürfnis unserer Helden der Geschichte. Ne? Also es ist nicht nachvollziehbar als Zuschauer. Deswegen ich wirklich so ein bisschen das Gefühl habe, das fällt auch in diese Kategorie, das ist Lena Wachowski halt auch egal. Sie möchte einfach diesen Charakteren wenigstens einen schönen Ruhestand oder ein schönes Happy End geben. Völlig egal davon, was die Masse vielleicht erwartet. Ja, das würde ich halt tatsächlich auch so ein bisschen als nachvollziehbaren Grund irgendwie mit einnehmen, dass es wirklich darum geht, eben hier nicht nochmal ein Franchise zu beleben oder so, also was auch immer die kommerziellen Interessen gewesen sein konnten, die dahinter stecken, das ist denen, glaube ich, ziemlich egal gewesen, sondern die haben sich halt gesagt, ach, das ist ja nett, da haben wir nochmal die Chance, irgendwie diesen Charakteren irgendwie einen runden Bogen zu verpassen und nochmal die zu zeigen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen in ja, Erinnerungen zu schwelgen und die halt auch nochmal ein bisschen erfahrbar zu machen, aber mehr halt für uns als für einen Fortbestand der Geschichte oder so. So, Vielleicht Erinnerung kann der man das, Film. Ein bisschen, ne? ja, Also, ein Stück weit schon, ich ja. glaube, unter so dem Erinnerungsaspekt, ich habe ja mal ein ganzes Seminar zu dem Thema gegeben, lässt sich der Film sehr, sehr gut lesen. Ne? Also, kulturgeschichtlich auch, wir hatten ja vorhin schon so Begriffe wie Archäologie so drin. Guter Ansatzpunkt, den Film auseinanderzunehmen. Ja, denke ich auch. Also Erinnerung macht hier sowieso viel aus. Ja, auch die Frage, wie die eigentlich konstituiert werden und woran wir das festmachen und wie selektiv die offenbar auch sind. Ja, trügerisch, ne? Ja, Wie also sich verändern können in Erinnerungen, wie Sachen da. hochstilisiert werden, überhöht werden vielleicht. Ja. Also insofern könnte man den ganzen Film als eine Erinnerung tatsächlich lesen, weil halt jeder der Beteiligten irgendwie versucht hat, das reinzupacken, was er sich erinnert, was das mal ausgemacht hat. Und möglicherweise damit auch zu adressieren, was ein Publikum sich eventuell erinnert. Deswegen finde ich das halt mit diesem ja ganz zentralen stilistischen Mittel, dass die Dinge ähnlich sind, aber eben nicht exakt gleich. Das ist ja eigentlich so ein tolles Stilmittel, um zu zeigen, wie sich Veränderungen über die Zeit entwickeln und verändern und man die Dinge ganz anders erinnert, als sie möglicherweise gewesen sind. Ja, und wir sehen es ja im Film sowohl als sozusagen klassischen Flashback, so dieses kurze Aufblinzen von alten Szenen, als auch innerhalb der Welt als Projektion, was ja so aus medialer Sicht halt auch nochmal extrem spannend ist. Ja. Ne? Dass so, genauso wie die Matrix-Filme ja von Leuten immer und immer wieder geguckt wurden und so und auch ikonisch sind in den Darstellungen. Und dass Matrix auch innerhalb dieser Welt nicht nur darüber erzählt wird, sondern in dieser Welt literally quasi existiert, Ja. weil es auch auf die Wände geworfen wird. Und das ja auch nicht, wir haben es ja bei den ersten drei Teilen schon gesagt, was für ein geiles Setting Matrix ist, weil du als Filmemacherin
halt im Grunde völlig freidrehen kannst und du brauchst keine logische Erklärung dafür, warum plötzlich Matrix 1 da auf den Wänden projiziert ist. Mhm. Ja, da ist ja nicht irgendwo ein Beamer, den haben die ja in der Theaterszene nicht irgendwo ein Beamer hingestellt, um das einzustreuen, also nicht innerhalb der Filmwelt, sondern das existiert da einfach, weil sie sich das halt so zurecht programmiert oder gehackt haben. Mhm. Ja, obwohl da tatsächlich ein Projektor auch zu sehen war. Das war ja scheinbar, ja, ja. Also wenn der im Gegenschuss, da hast du gesehen, dass da ja dieses Licht war. Das sollte, glaube ich, schon auch den Projektor abbilden, den man dann nicht sieht. Ah, okay, alles klar. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das nicht. Ja. Nein, aber es ist ja auch diese Ambiguität, dass ja dieser Twist gemacht wird, ja, Matrix 1, das war ein Computerspiel. Mhm, genau, ja, das finde ich halt auch nochmal interessant. Man hätte ja auch überlegen können, was machen wir, wenn wir einfach quasi Matrix die Filme als Matrix die Filme. Aber das war ihnen dann auch wieder wahrscheinlich zu nah aneinander, sodass sie gesagt haben, nee, es soll schon ein bisschen verfremdet werden. Das ist ja genau auch die Logik im Neoformalismus, dass es um eine Verfremdung geht von Dingen. Und das wird hier eben gerade noch so viel verfremdet, dass man das Gefühl hat, man sieht etwas, was man schon kennt, also dieses Déjà-vu, aber es ist eben nicht exakt das Gleiche. Und das finde ich auch nochmal einen netten Kommentar auf Filme allgemein, ne? Weil wenn du natürlich exakt dieselbe Erfahrung machen möchtest wie beim ersten Mal Matrix gucken, dann guck dir halt Matrix nochmal an. Das ist ja überhaupt nicht. Dann schaffst du das nicht. Und dann wahrscheinlich, ja, aber zumindest, ne, also der, wie soll man sagen, das Sensorische verändert sich ja nicht. Der Film bleibt ja gleich. Was sich verändert, bist halt du als Person. Und die Logik im Film kann eigentlich nur lauten, wenn du dieselbe Erfahrung nochmal haben willst, guckst du den Film nochmal an. Wenn du die Geschichte fortsetzen willst, muss er halt was anderes machen. Und die Filme sind 20 Jahre alt und die Zuschauer ja auch. Ja, ja, genau. Also die sind 20 Jahre älter geworden. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sie gesehen hat, als sie damals rausgekommen sind. Genau. Ist ja auch nochmal was anderes, wenn wir jetzt darüber reden, die wir die Filme quasi gesehen haben, als sie rausgekommen sind, gegenüber vielleicht jüngerem Publikum, was sie entweder gar nicht gesehen hat, wie du ja meintest, was ja dann wahrscheinlich sehr schwierig wäre, als auch sie vielleicht kurz vorher erst geschaut hat. Hm? Ja. Also das ist schon spannend. Also der Film ist voller Irritation, aber das ist halt auch Absicht. Würde ich zumindest unterstellen. Also das ist ja mal schwierig. Man kann natürlich auch sagen, ja, vielleicht auch nicht. Aber ich würde schon denken, das passt zumindest in diese generelle Erklärungslogik, dass die halt da versucht haben, so ein bisschen Komfort auch zu schaffen und sich selbst irgendwie von diesen Figuren und der Welt und so ein bisschen auch zu verabschieden und dem nochmal so eine Reprise hinterher zu schicken und zu sagen, ach, was können wir denn da nochmal machen und so. Also ich, ja, finde das passt zusammen zumindest. Kann man beides in einem Film machen. Könnte man sagen, dass dieser Film schon ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal in der Filmgeschichte hat? Also in der Rolle, die wir gerade beschreiben, die dieser Film einnimmt, sowohl in Bezug natürlich auf die Trilogie, die vorangeschritten ist, als auch generell so als Metafilm mit Kommentaren über Popkultur, da wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so allein, aber fallen dir ähnliche Filme ein, die vergleichbar sind? Na, nicht ganz in dieser Konstellation. Es gibt natürlich irgendwie Geschichten, die immer mal wieder neu verfilmt werden und wo man dann das Gefühl hat, dass natürlich schon nochmal so eine neue Generation auch eine neue Lesart der Geschichte reinbaut. Also ich weiß nicht, sowas wie Terry Gilliams Münchhausen. Wenn du die Münchhausen-Verfilmung aus den 40ern kennst, dann ist natürlich, also merkt man, dass das eine eigensinnige Interpretation ist. Es gibt ähnliche Plotpoints und ähnliche Figuren und ähnliche Gegenstände wie in dem anderen Film und so, aber es ist schon nochmal anders. Ja, aber es referenziert diese sozusagen ja nicht explizit, sondern es macht tatsächlich ja nur die Referenz über die Story. Und dass der Film seine eigene Bildwelt nochmal aufgreift aus vorherigen Teilen und das nicht unbedingt ernst meint. Also man könnte sonst natürlich sagen, auch die Star Wars Sequels und die weiß ich nicht, Marvel-Filme greifen natürlich auch Aspekte aus den vorherigen Filmen auf. Also der Marvel-Film, der Infinity War, oder ist es, nee, Endgame ist es ja, wo sie nochmal zurückspringen in die Zeit und so. Ja. Und da machen sie ja etwas Ähnliches, zumindest für diesen Teil des Films. Aber das ist halt auch nicht konsequent der ganze Film. Das ist nur ein
kürzerer Teil. Ja, und selbst da ist es ja, ne, also es wird zwar also dass es Referenzen gibt, das ist klar, das gibt es ja immer. Ne? Aber dass der Film selber als so eine, also dass man das Gefühl hat, es ist eine der Hauptaufgaben des Films, quasi den alten Film oder alte Filme in ein anderes Licht zu rücken, weiß ich nicht. Würde mir spontan nicht einfallen. Ja. Ne, also, was du jetzt beschrieben hast, sind ja teilweise auch so Remakes im Grunde. Ne? Also klar, andere Leute greifen das gleiche Thema nochmal auf, sei es die gleiche Buchvorlage oder vielleicht tatsächlich den Film nochmal und dann halt variiert. Aber das ist ja selten als Kommentar auf den alten Film zu lesen, würde ich behaupten, sondern halt eher, ja gut, ist halt vielleicht für ein anderes Publikum gemacht oder die MacherInnen haben eine andere Idee, worauf sie sich fokussieren wollen. Ja. Ja, stimmt. Also nö, ist natürlich zu sehen, ob wenn man die Gesamtheit aller Filme im Blick hat, ob es da nicht schon was Ähnliches irgendwie im Independent-Bereich gibt, aber ich würde jetzt schon sagen, für so Mainstream-Kino ist es, glaube ich, schon auch nochmal ein Einstellungsmerkmal. Wir werden sehen, ob das ein Trend wird. Oder ob es auch so bleibt, dass ja, es eine Alleinstellung ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, man kann es ja auch eventuell günstiger machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es in Serienform man da nochmal gucken müsste. Also zumindest das, die Idee der Referenzialität ist ja zum Beispiel in sowas wie Stranger Things auch ganz zentral, aber natürlich nicht sozusagen als Letztbegründung, warum es das gibt. Ja, da hat man ja Gefühl, es ist halt eher die Stilistik, die da aufgegriffen wird. Ja, und bestimmte, würde man sagen, naja, Sets und Props und so weiter. Natürlich. Ja, da wird halt mehr eine Zeit referenziert, nicht so konkrete. Ja, aber es ist keine Aussage über die Zeit halt. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass Stranger Things jetzt viel über die 80er Jahre aussagt. Ja, nö, das ist wahrscheinlich nicht der. Da ja da keine große, außer na gut, die bösen Russen und so, aber. Ja. Ja, das stimmt. Wobei, aber das ist ja völlig aus der Zeit gefallen, nicht wahr? Ja, das sind ja Dinge, da kann man ja heute überhaupt gar niemanden von überzeugen. Ja, nee, von daher werden wir natürlich sehen müssen, wie der sich im filmhistorischen Kontext entwickelt und was jetzt danach noch passiert oder nicht passiert. Sieht ja erstmal so aus, dass nicht mehr viel passiert. Aber wir werden es sehen. Mal schauen, was in 20 Jahren ist. Genau, wenn wir das noch erleben. Dann haben wir jetzt auch wirklich den vierten und letzten, vorerst letzten Teil in dieser längeren, ist ja nicht die längste, Reihe geschaut. Ja, ich finde das auch nochmal total spannend, tatsächlich die Filme mal relativ nah beieinander nochmal geguckt zu haben, weil natürlich einerseits die stilistischen Entwicklungen und die Unterschiede von einem Film zum anderen deutlich werden. Und wie gesagt, die mittleren beiden sind ja mehr oder weniger ein Film, da ist, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied, aber dann jetzt vom ersten zu den mittleren zum letzten ist, glaube ich, schon eine Entwicklung deutlich und wenn man dann die Sachen noch dazu nimmt, dann ist das, glaube ich, auch durchaus so eine Handschrift der Filmemacherin zu erkennen. Das und ist auf jeden Fall. Ne? Ich habe ja jetzt häufiger auch so eine biografische Lesart angesetzt. Mhm. Ne? Gewisse Parallelen auch zu den Themen, sowohl im Schaffenswerk als auch ein bisschen im Privatleben der Wachowskis. Aber halt auch, ne, also in Matrix 4, wenn du das jetzt einem Regisseur, einer Regisseurin in die Hand gegeben hättest, die halt selber gerade in den 20ern oder so sind, so ähnlich wie die Wachowskis es bei dem ersten Matrix waren, dann hätte dieser Film wahrscheinlich sehr anders ausgesehen. Das glaube ich auch. Ja, und genau, das ist sozusagen noch eine weitere Ebene mit Blick auf die Filmemachenden oder Filmschaffenden. Und dann ist aber natürlich, dass der Film natürlich schon auch stark ein Spiegel seiner Zeit ist. Also das würde ich für die alle Filme, glaube ich, annehmen, dass das so ist. Dass die einen Kommentar auf die jeweilige Zeit sind, in der sie entstanden sind. Und das zeigt sich jetzt, glaube ich, aber, wenn man die zusammen guckt, auch nochmal deutlich. Weil das wirklich nicht nur so vom Look und technischen Möglichkeiten, sondern tatsächlich eben auch so ein bisschen die Themen, die da aufgeworfen werden, werden sich doch
nochmal deutlich unterscheiden, beziehungsweise die Komplexität der Narration und was sozusagen die Grenzen sind und wo die Grenzen verletzt werden dürfen und wo nicht. Und gerade jetzt vom vierten Film, da wird ja relativ viel gebrochen, was quasi die anderen Filme so als Rahmung gesetzt haben. Da wird nochmal eine sehr andere Perspektive, glaube ich, deutlich. Von daher, das kann man, glaube ich, tatsächlich nur so in der Kontinuität sehen. Ja, es erleichtert auf jeden Fall auch das Verständnis, wenn man die anderen frisch gesehen hat oder so, gerade weil halt viel wiederholt und variiert wird. Und was ich ja vorhin schon mal angedeutet habe, auch mit der Menge der Charaktere und teilweise auch dem hohen Tempo, mit dem hier Plotpunkte teilweise abgehandelt werden, Ja. die halt die Bedeutung verringern. Das war ja meine These, ne? Dadurch, dass wir so viel davon von der gleichen Sache haben. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, dann ist man überfordert und versteht es nicht. Man kann daraus herauslesen, okay, das ist aber auch nicht wichtig. Ja, Ne? Wie genau. exakt jetzt dieser Heist hier funktioniert, wie die einzelnen Charaktere alle heißen in dieser Schiffscrew oder so, es spielt halt keine große Rolle für das, was dieser Film uns vielleicht sagen will oder was wir Ja. letzten Endes daraus ziehen können. Ja, genau. Das kann man Und da haben wir vielleicht ja. so sehen lassen. Und da sind wir halt auch wieder bei dem, was du, ich weiß, du, ich rede dir so ins Schlusswort rein. Das war schon so schön abschließend. Aber weil du gesagt hast, das ist auch so ein Spiegel der Zeit, ne? Und so kann man das ja auch lesen, ne? Wir haben ein sehr großes Angebot an Popkultur. Wir haben die ganzen Streaming-Dienste. Wir haben so viele Filme, die immer auch nach dem gleichen Schema oder nach ähnlichen Schemen ablaufen, von Plotstruktur und sonst was. Dass es durchaus nachvollziehbar ist, dass in dem Film hier halt gesagt wird, okay, wir nehmen das mal nicht ganz so ernst. Wir präsentieren euch das auch, aber wir raffen das so stark zusammen, um zu zeigen, dass es halt immer dasselbe ist. Ja, genau, Keine Variation. um glaube ich, bewusst zu machen, dass das ein Schema ist und dass da Schemen erfüllt werden. Und das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch dann wieder so ein Kommentar auf die Filmwelt selbst, dass man halt sagen muss, das ist ein massenproduziertes Convenience-Produkt. Das ist im Zweifel kein individuelles Kunstwerk, was irgendwie, ne, das ist, sondern es muss bestimmte Produktionsketten ablaufen, damit es in dieser Größe erscheinen kann. Und das heißt natürlich, dass so der künstlerische Wert ein bisschen dem untergeordnet wird, dass es massenproduzierbar bleibt, weil es ist eben nur ein Film von Warner Brothers in diesem Jahr und da kommen noch 20 andere und die müssen auch noch raus. So gesehen hat Lana Wachowski den größten Heist von allen abgezogen, dass sie das Studiosystem so unterwandert hat, dass sie diesen Film machen konnte. Ja, ein Stück weit schon, ne? Also man muss so sagen, das hat auch ein bisschen was Mutiges, dass man sagt, wir machen den Film so, wie wir ihn machen wollen, ungeachtet der Erwartungen, die möglicherweise ein Publikum hat, möglicherweise aber mit Sicherheit auch die Leute, die es finanziert Ja, haben. wahrscheinlich auch in der Annahme, dass die Leute, die es finanziert haben, halt auch nicht durch vielleicht die Kritik auch gar nicht so stark durchblickt haben, sondern halt tatsächlich einfach sich Möglicherweise, zurückgelehnt haben und gesagt haben, ja gut, solange ihr da Explosionen drin habt und geile Stunts und sonst was, dann werden die Leute an der Kinokasse das schon gutieren. ja. Ja, genau. Also das ist, und das ist auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, dieses Films. Ich weiß nicht, das werden so viele nicht machen. Ja. Schön. Möchtest du noch was? Nein. Ich bin durch. Gut. Dann haben wir es dann mit 3 Stunden und 10 auch wieder geschafft. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, etwas flinker. Aber ja, das ist ja nun auch das Ende einer Reihe. Es ist nicht geplant, dass wir im Rahmen dieses Streams in naher Zukunft nochmal Filme besprechen. Aber es ist ja nichts ausgeschlossen. Vielleicht gibt sich die Möglichkeit nochmal. Aber ansonsten ist hier sozusagen die Matrix-Reihe auch beendet. Und das nächste Mal, wenn ich wieder streame, dann gibt es wahrscheinlich irgendwas Spielerisches. Und dann, ja, bei dir gibt es ja immer Filme am Freitag. Das kann man ja nochmal kurz einspielen fürs Genau, VOD. jeden Freitag 20 Uhr auf Moosbett, so heißt mein Kanal, gibt es den Film Freitag. Die neuesten Trailer, ein Filmquiz, was ich selber erstelle und Screenshot-Raten Screenshot. aus Filmen. Ja, sehr gut, sehr unterhaltsam, kann man machen.
Vor allen Dingen, Muss man aber nicht. muss man aber nicht, nein, kann man machen, insbesondere wenn man Die Teilnahme ist freiwillig. Im Filmquiz mal gegen mich gewinnen möchte, kann man das mal versuchen. Das macht auch immer viel Freude, also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Aber es wird immer knapper, das muss man auch sagen. Es geht für viele Leute sehr nah dran. Ja, gut, dann danke ich dir auch nochmal, dass du heute wieder dazugekommen bist. Das macht die Sache doch immer ein bisschen unterhaltsamer, wenn man noch mit jemand anderem sprechen kann und die Pausen sind auch nicht so lang. Und genau, dann würde ich sagen, einen schönen Abend noch an alle, die zuschauen oder was auch immer für eine Uhrzeit gerade ist, wenn sie diese Aufzeichnung gucken. Und wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Gute Nacht. Ciao, ciao.